Hallo zusammen, Happy Sunday. Wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Ich muss mal ganz kurz den Song skippen, der macht mich verrückt. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute wieder Sims, die Legacy Stories Challenge. Und heute ist ein ganz besonderer Stream, weil unsere dritte Generation wird geboren. Wir haben ja letzte Woche mit Siri weitergespielt in San Sequoia und dabei ist Sophia eingezogen. Ich glaube, wir hatten auch ein Date mit Sophia, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, jetzt ist Sophia eingezogen. Die beiden haben ein Wissenschaftsbaby gemacht und Siri ist tatsächlich schwanger. Wir waren beim Ultraschall, weil sie ist, glaube ich, sie ist im ersten Trimester und es wird ein Mädchen. Da freue ich mich sehr, sehr doll drauf. Das heißt, heute wird entweder Cortana oder Mercedes geboren. Da müssen wir nochmal abstimmen, welchen Namen ihr dann tatsächlich haben möchtet für das Mädchen. Aber ich glaube, das wird mega, mega süß. Ich habe übrigens meine Zeit ein bisschen schneller wieder gestellt. Ich habe meine Spielgeschwindigkeit verlangsamt, damit ich eben besser den Chat nebenbei lesen kann. Aber ich habe jetzt gemerkt, vor allem jetzt, wo ich ja auch wieder YouTube aufnehme, dass es mir einfach alles zu lange dauert. Also ich glaube, die normale Spielgeschwindigkeit ist irgendwie bei MC Command Center 25. Und Anikus Neverus, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Genau, jedenfalls hatte ich meine Spielgeschwindigkeit auf 45 und habe die jetzt wieder ein bisschen runtergestellt. Das ist immer noch langsamer als normal, aber halt schneller als sonst, damit wir ein bisschen was schaffen. Weil sonst spulen wir die ganze Zeit nur. Ja, genau. Aber ich freue mich, dass wir heute mit Siri weiterspielen und unsere dritte Generation geboren wird. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, weil ich bin ja heute erst nachmittags da und nicht wie sonst vormittags. Und wir wollen ja keine Zeit verlieren. Genau, da sind wir. Hier ist Siri. Wir feiern gerade, glaube ich, irgendetwas. Ach, den Geburtstag von Nigel. Ja, Nigel ist im letzten Stream zum Kleinkind geworden. Und guck mal, wie süß er ist. Ihm geht's halt super schlecht irgendwie. Oh mein Gott, aber er ist so süß. Ich finde ihn so süß. Schaut ihn euch mal an. Aber er ist nur müde, oder? Und er hat Hunger. Okay, Siri, dann ruft doch mal die Leute zum Essen vielleicht. Oh mein Gott, hier steht überall Essen rum. Ah. Ja, Siri, ruf mal die Leute zum Essen. Dann kann dein Kind... Achso, Portion von Nigel nehmen. Kann Nigel sich auch selber was nehmen? Ah, ja dann. Iss mal ein Stück Kuchen. Hast du Hunger? Nein. Genau, und Sophia wohnt auch bei uns. Aber ich glaube, Sophia hat gerade eine Midlife-Crisis, meine ich. Der Zahn der Zeit wegen früher Midlife-Crisis. Jeder Tag ist wie der andere. Die Zeit vergeht viel zu schnell und Sophia wird schließlich nicht jünger. Ja. Da müssen wir noch mal gucken heute, ob ihre Midlife-Crisis wieder weggeht. Oder ob wir da irgendein Drama draus machen. Schauen wir einfach mal. Weil Sophia ist auch ein gutes Sim. Okay. Interessant. Aber die ganze Family ist noch da. Die quatschen hier alle noch miteinander. Wir haben doch eine Musikbox. Okay. Sehr schön. Und wir können eigentlich auch schon mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Räum mal auf, bitte. So. Sonst noch was zum Aufräumen? Nee, ne? Ich glaube, das war's. Gut. Er ist so süß. Oh mein Gott. Ein bisschen traurig, dass er kein Säugling mehr ist. Aber ich finde ihn als Kleinkind so niedlich. Hallo. Er ist einfach so sweet. Getränke zubereiten können wir leider nicht machen. Witze erzählen könnten wir machen. Wobei, wir haben schon eine Goldparty. Ich glaube, das reicht. Oh, hier ist was kaputt. Wer von euch hat denn die besseren Skills? Du nicht. Oder? Geschicklichkeit. Level 3. Gar nicht. Ja, Siri, dann wirst du das leider gleich mal machen müssen. So. Hast du gegessen? Ja. Perfekt. Sehr schön. Gott, wie süß. Wir lassen Siri gleich auch nochmal mit Alex quatschen. Oh mein Gott, das sieht ein bisschen buggy aus. Ich habe übrigens neue Sisi runtergeladen. Und hallo Momo, Happy Sunday, wie geht's dir? Ich habe neue Sisi runtergeladen. Ein bisschen was für den Baumodus und ein bisschen was für einen Kass. Und ein bisschen was für Säuglinge. Aber bei Säuglingen bin ich noch nicht so zufrieden. Ich bin nämlich meine Pinterest-Pinwand durchgegangen. Und ich glaube, ich muss für Säuglinge extra nochmal los und Sisi shoppen gehen. Oh mein Gott. Warum geht das ganze Haus kaputt? Ja. Aber vielleicht finden wir dann im Cast später noch was, was passen könnte. Weil wir wollten Siri ja auch nochmal ein Umstyling geben.
Oh, ist wieder so süß. Ich glaube, ich habe auch eine neue Spielmatte runtergeladen. Aber ich finde das Zimmer echt niedlich von Nigel. Wir müssen dann für unser neues Baby hier ein Zimmer machen. Vor allem, das Baby kriegt ein viel größeres Zimmer. Ups. Egal. Oder Nigel zieht um. Aber nee, ich glaube, wir lassen das fürs Baby. So. Wunderbar. Läuft doch eigentlich alles soweit ganz gut hier, ne? Was macht Sophia? Sprechen. Kannst du vielleicht mal mit dem sprechen? Halt, stopp. Kannst du dich mal mit ihm anfreunden? Kannst du einen Kuss hauchen? Nee. Geh mal beschwichtigen. Und... ein Lied singen. Stopp. Brabbeln. Ich will, dass ihr Best Friends werdet. Wir hatten hier Würstchen gegrillt. Siri. Oh, Siri. Diese Frau. Geht das mal weglegen, danke. Schon den ganzen Tag Kopfweh. Macht mir echt zu schaffen. Oh nein. Ach, wie blöd. Ich drücke die Daumen, dass die Kopfschmerzen bald wieder besser werden. Das tut mir leid, dass du Kopfschmerzen hast, Momo. Okay, Siri, bist du fertig mit reparieren? Nee. Aber Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Sehr gut. Immerhin etwas. Nee, kannst du mal keinen Kaffee zubereiten und vielleicht stattdessen hier aufwischen? Selbst eine Geschichte erzählen, weil sie unberechenbar ist. Ach du liebe Güte, Sophia möchte unbedingt eine Geschichte erzählen und zwar sich selbst. Ja, Sophia, ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Level 2 der Bewegungsfähigkeit. Ach süß. Oh nein, aber geht er jetzt schlafen alleine? Nee, warte mal. Deine Mama bringt dich sicher ins Bett, wenn sie hier fertig ist. Oh, sie muss pinkeln. Geh mal schnell und dann kannst du Nigel in den Schlaf lesen. So, meine Güte, Stress. Stress! Einfach nur Stress. Sophia, kannst du dich auch mal irgendwie nützlich machen vielleicht? Guck mal, hier ist voll viel Geschirr, was aufgeräumt werden kann. Okay. Und Siri ist noch auf Klo. Ach, jetzt guck mal, jetzt geht Nigel alleine schlafen. Nee, nicht Nickerchen machen. Kannst du nicht richtig schlafen gehen? So. Und sie wollte die Bibliothek besuchen, ja. Oh, und ein Techtel möchte mit Sophia, das können wir erfüllen. Hallo Caro! Mir geht's ganz gut. Und dir? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Oder du hattest ein gutes Wochenende. Oh, mein Kaffee wird kalt. Ich darf heute nicht vergessen, meinen Kaffee zu trinken. Der steht sonst immer hier und dann wird er mal kalt. Ein bisschen traurig. Ja, nee, geht noch. Ist noch warm. Sag mal, Sophia, was ist denn jetzt hier? Nee, aufräumen sollst du. Die Frau macht mich fertig. Macht einfach nicht das, was sie soll. Aber Hauptsache Sonnenbrille. Sozialhase. Oh, die arme Ivy. Buchrezension über die Reise posten. Was für eine Reise haben wir denn gemacht? Ach, den Ultraschall vom Krankenhaus, oder was? Machen wir eine Glücksstory. Und? Und? Oh, wir haben gar keine Freunde? Hä? Kontakt anschreiben. Haben wir keine Freunde? Doch. Hä? Ich glaube, unsere Kontaktliste ist verbuggt, oder? Ich check Sozialhase nicht, ich bin zu dumm für Sozialhase. Das ist schön, mir geht's auch gut. Mein Kopf dröhnt in letzter Zeit oft, heute zum Glück nicht. Oh nein, das tut mir leid. Momo meinte auch schon, dass Bomo heute den ganzen Tag schon Kopfschmerzen hatte. Ist das vielleicht irgendwas vom Wetter? Weil aktuell ist das Wetter ja auch so ein bisschen unberechenbar und macht irgendwie, was es will. Nicht, dass es irgendwie daran liegt, aber ich drück die Daumen, dass es jetzt nicht so... Also das ist... Hast die Schlafzeit. Och, Nigel! Ach, Kleinkinder besitzen jetzt auch drei Marotten. Auch ernsthaft jetzt? Du bist so müde. Ja, aber ich drücke euch die Daumen, dass es auf jeden Fall besser wird. Nee, Siri. Oh mein Gott, wieso macht denn hier keiner das, was er soll? Hör auf. Ich denke auch Wetter oder so. Ja, und gerne, klar. Ich hoffe, es wird dann bald besser. Nee, den Song skippe ich auch mal. So. Siri, kannst du vielleicht mal... Ich mach mich fertig.
Nigel, schau mal. Haben wir ein Töpfchen? Ja, wir haben ein Töpfchen. Kannst du deinen Sohn vielleicht mal bitte ins Bett bringen? Bitte. Okay. Jetzt aber. Sophia, lass das Kind in Ruhe. Kannst du dich nochmal irgendwie hier nützlich machen oder gibt's hier nichts mehr? Nee. Nee, okay. Dann macht der Kaffee, ist okay. Kein Problem. Süß! Mein Gott, dieser Outfit ist einfach überhaupt nicht schwangerschaftsgerecht gemacht. Das sieht so schlimm aus. Chillen die einfach alle hier. Cool. Ich mag das voll gern. Ich finde dieses Regal mega, mega süß. Ist das eigentlich auch funktional? Ah, es ist ein funktionales Bücherregal. Geil. Geburtstag zum Plauern lassen, bin glücklich. Ja gut, ich glaube, wir kriegen Nigel heute nicht mehr glücklich. Der Arme muss jetzt erstmal schlafen gehen. Seismophobie. In dieser Gegend gibt es ab und zu Erdbeben. Sims, die sich hier aufhalten, sind permanent angespannt. Oh nein. Haben die das auch? Nee. Oder arme Nigel. Das tut mir leid. Okay, aber dann, Siri, schau mal. Wenn die jetzt alle hier draußen sind, dann kannst du es auch mal rausgehen. Beenden jetzt auch mal die Geburtstagsparty. War schön, dass ihr alle da wart. Danke. Und dann werden wir jetzt nochmal mit unserem Bruder sprechen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange Alex noch lebt. Und ihn umarmen zum Abschied. Und über Videospielprofis tratschen. Okay. Und danach kannst du dir ein Stück Kuchen nehmen. Nee, es gibt keinen Kuchen mehr. Dann wirst du leider heute hungrig schlafen gehen. Tut mir leid. Aber du kannst ein Techtelmechtel mit Sophia machen. Oh. Und wie haben sich ihre Aktionen jetzt resettet? Okay. Ach, war Alex der Meinung, er müsste anfangen zu rauchen? Gut. Machen wir mal ein Techtelmechtel. Elea, du musst leider auch nach Hause gehen. Tut mir leid. Tschüss. Und Madeline, du auch. Ciao, ciao. Kann ich die auch nach Hause schicken? Sie geht schon. Wir haben eine neue Kommode bekommen. Okay, sehr schön. Das Regal ist echt mega. Welches Regal genau meinst du? Achso, das. Ja, ich finde das auch richtig süß. Ich glaube, das ist sogar Base Game. So. Alex, du darfst auch gehen. Ich habe auch überlegt, ob Sophia in ihrer Midlife-Crisis auch anfangen soll zu rauchen. Dass wir ihre Midlife-Crisis so ein bisschen ausspielen. Ich glaube, sie ist eh fast durch mit der Midlife-Crisis, aber trotzdem irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das würde Sophia machen. Weil es ihr trotz Midlife-Crisis eigentlich ganz gut geht, ne? Wo sieht man das eigentlich, dass sie eine Midlife-Crisis hat? Nee, sie hat ihre erste Beförderung bekommen. Verliebt, hat sich in Siri verliebt, hat sich in Marco verliebt. Ups, hat Marco geheiratet, ups. Ja, weiß ich nicht, wie ist die Midlife-Crisis hier nicht drin? Na gut, und Siri ist wach. Dann kannst du dir nochmal was zu essen nehmen. Ach, macht sie schon. Okay, perfekt. Was haben wir denn hier alles? Ja. Möchtest du vielleicht nach Hause gehen, Alex? Hier steht ja schon wieder Essen rum. Wer grillt denn hier die ganze Zeit? Ich habe diesen Haushalt echt nicht im Griff. 6 übrig. Ja gut, dann kann sie das danach gleich mal aufräumen. Oh, Ultraschallbild. Moment, das können wir noch mit an die Wand machen. So. Waren wir mit Nigel nur einmal beim Ultraschall? Kann das sein? Oder wo ist das zweite Bild? Ach nee, das hängt hier im Zimmer. Achso, wenn ich das rausnehme? Okay, ja egal. Never mind. Machen wir später. Das ist alles auch wieder so schön eingerichtet. Also tatsächlich habe ich das Haus aus der Galerie. Ich kann mal eben gucken, ob ich das finde. Das ist eine Renovierung von dem Haus, was mit dem Pack da schon stand. Das ist Parkside Place Reno von Lissy Monster. Und ich habe die Aufteilung tatsächlich so übernommen. Wir hatten nur kein Geld für das Haus mit Möbeln, weil das kostete eingerichtet 51.000 Simoleons. Deswegen haben wir das unmöbliert genommen und ich habe einfach die Aufteilung, wie sie war, halt übernommen und mit dem Geld, was wir hatten, dann Möbel gekauft. Aber Dankeschön. Freut mich sehr. Ich habe versucht, mit den Mitteln, die wir damals hatten, das Beste rauszuholen.
Dann ist Sophia eingezogen und hat 20.000 Simoleons mitgebracht. Deswegen theoretisch könnten wir wieder ein bisschen dekorieren. Aber wir müssen auch gleich noch das Babyzimmer machen. Und hallo Sandy. Hallo, wie geht's dir? Und ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Ja, ich mag das Haus voll gerne. Also ich finde es echt mega schön. Ich finde es auch gut, dass es hier noch so ein extra Zimmer hat. Nee, Siri, geh doch bitte schlafen. Guck mal. Und Alex, du kannst nach Hause gehen. Ist schön, dass du da bist, aber vielleicht solltest du jetzt zu deiner eigenen Familie gehen. Bye, bye. Hier können wir nämlich auch noch ein Bild aufhängen. Oder hier hängen wir die Geburtsurkunde hin oder so. Wir gehen mal am nächsten Tag in Baumodus und schauen mal, was wir hier noch so machen können. Weil jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Achso, vielleicht sollte ich das auch mal ausschalten. So. Mir geht's sehr gut. Oh, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte die Woche über mega Unterleibsschmerzen. Da ging es mir tatsächlich nicht so gut. Warum ist hier Licht an? Ach nee. Jetzt hat sie auch eine Midlife-Crisis. Nein. Jedenfalls, genau, da hatte ich mega Unterleibsschmerzen. Deswegen sind die Streams am Mittwoch und Freitag auch ausgefallen. Aber jetzt geht's mir zum Glück wieder besser. Sophia hat die Belastungsgrenze erreicht. Sophia, du hast nicht mal einen Job, du hast den ganzen Tag nichts gemacht. Sie verspürt eine Sehnsucht nach romantischen, sozialen oder häuslichen Bindungen. Gute Nachricht, in dieser Phase erhält sie einen Bonus für alle positiven sozialen Interaktionen. Sieh dir in der Bestreben, leiste die Midlife-Crisis-Wünsche von Sophia an und erfülle sie, um die Dauer der Midlife-Crisis zu verkürzen. Die Wünsche sind optional und erfüllte Wünsche werden durch einen neuen Wunsch ersetzt. Verrückt. Das gucken wir uns gleich mal an. Mitten in der Midlife-Crisis hat Sophia beschlossen, dass Schauspielen ihr Ding ist und sie mehr Zeit darauf verwenden möchte. Die Vorlieben von Sophia findest du in der Simologie. Ja, okay. Wo haben wir das jetzt mit der Midlife-Crisis? Oh Gott, wo ist es denn jetzt? Aha. Ach so, doch so viel. Freundschaftsbändchen austauschen. Okay, mit einem Hasen anfreunden. Das wird schwierig. Heiraten. Ja. Was hast du denn jetzt? Sie hat als Vegetarierin Fleisch gegessen. Warum machst du das denn auch? Also ich habe die Sims heute nicht im Griff. Ich habe sie heute einfach nicht im Griff. Warum machst du das denn? Hier ist doch sicher noch was anderes Vegetarisches drin. Guck mal, du hättest auch Kuchen oder Pancakes essen können. Oder Eier. Warum hast du denn ausgerechnet das genommen, was nicht vegetarisch ist? Also da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Also, nochmal, wo war das jetzt? Hier. Also, der Lautsprecher Heinz Z. Den können wir kaufen. Freundschaftsbändchen können wir auch austauschen, kein Problem. Heiraten möchte sie. Sollen wir das machen? Sollen wir Sophia und Siri auf eine Verabredung gehen lassen und dann Sophia, Siri einen Heiratsantrag machen in ihrer Midlife-Crisis? Dann könnten wir, dann wären die beiden ja verlobt und dann könnten wir noch eine Hochzeit feiern. Fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Dankeschön, Sandy. Du kannst es, geh doch, Sophia, Mensch. Naja, gut. Aber voll krass, dass es jetzt hier bei ihrem Bestreben mit drin ist. Ich habe das noch nie gesehen. Sehnsucht nach Beziehungen. Das ist so krass. Sophia hat das Gefühl, als würde ihr Leben sinnlos verstreichen und möchte jetzt heiraten. Fahre mit einem x-beliebigen Sim in den Hafen der Ehe ein. Oha. Okay. Sophia, kannst du bitte vielleicht schlafen gehen? Oh Gott, diese Frau. Schau mal, geh doch jetzt mal schlafen, bitte. Danke. Gut. Aber eigentlich fände ich das gar nicht schlecht, jetzt wo sie halt den Wunsch hat zu heiraten. Vielleicht machen wir das nach der Geburt. Fände ich cool, fände ich echt cool. Frühaufsteher. Nigel steht gerne in aller Frühe auf. Ach du meine Güte. Ach, Kleinkinder, die Frühaufsteher sind, wachen meist bei Sonnenaufgang auf. Allerdings vorausgesetzt, dass sie lange genug geschlafen haben. Alle Kleinkinder sind unterschiedlich. Och, Nigel. Also er hasst es, ins Bett zu gehen, aber er liebt es, früh aufzustehen. Und jetzt weckt er seine Mama auf. Okay. Go for it. Das will ich sehen. Das machst du ganz toll, Nigel. Gar nicht nervig und so. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn wir ein Säugling und ein Kleinkind... und ein Kleinkind haben. Das wird richtig toll. Jo. Und was möchtest du jetzt eigentlich? Hast du jetzt Hunger? Ja.
Siri, geh mal ganz kurz auf Klo und dann musst du dich um Nigel kümmern. Ja, Nigel, wir machen schon. Guck mal. Du kannst jetzt mal. Jetzt hast du Sophia auch noch aufgeweckt. Ja, gut. Geh mal Familie einen Kuss geben und ihn liebevoll umarmen. Was machst du jetzt? Du guckst jetzt Siri zu. Okay. Ja, Sophia, tut mir leid. Geh doch mal schlafen. Geh einfach noch mal schlafen. Ist okay. Hallo, just one gay dude. Wie geht's dir? Und danke für dein Lurk, Caro. Viel Spaß beim Aufräumen. Sind wir schon im zweiten Trimester? Ja, oh mein Gott, wir können heute nochmal zum Ultraschall gehen. Und Ben Malfoy, danke für den Sound. Und hallo, Happy Sunday. So, jetzt hat Nigel, glaube ich, Hunger. Dann können wir doch mal Nigel Essen geben. Er kriegt zum Frühstück ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Mir geht's gut, ich muss nur gerade überlegen, was ich in die Beschreibung von meinem Haus packe, da ich es hochladen will. Was für ein Haus ist es? Was für ein Haus baust du? Och, wie süß, jetzt haben die auch noch ein Gefühl zusammen. Sweet! Kannst du ihm mal bitte Essen geben? Ha, hat sich im Kopfhörer verfangen. Aua. Oder immer im Piercing, ich weiß nicht. Entweder mein Ohrpiercing oder mein Kopfhörer. So. Gott, diese Family ist jetzt richtig früh wach. Danach kannst du mal Frühstück kochen. Wobei, wir haben noch voll viel im Kühlschrank. Nee, hol dir mal lieber einen Rest hiervon. Gibt es da noch. Nee, eins ist noch übrig. Ist da auch nur noch eins übrig? Ja gut, dann nimm du mal das und Sophia kann dann gleich Pancakes frühstücken. Ach, Sophia hat gar keinen Hunger. Ja gut. Nigel ist so süß. Oh mein Gott, guckt ihn euch mal an, wie süß er einfach ist. Er ist so sweet. Guckt euch dieses süße Kind an. Er hasst es, getragen zu werden. Och nö, Nigel, ernsthaft jetzt. Das Nervigste von allen hast du jetzt auch noch bekommen. Du hast es, getragen zu werden. Ein kleines Haus für eine Familie, die ich noch erstellen muss. Es ist ein Drei-Raum-Haus mit einem kleinen Zauberhaus im Garten. Ach krass. Das klingt voll cool. Ist es für eine bestimmte Stadt gebaut? Also wenn du sagst Zauberhaus, ist es dann für Glimmerbrook? Warum isst du denn da vorne? Also irgendwie macht heute hier jeder, was er will. Naja, ist okay. Haben wir eigentlich schon genug Spielzeug für Nigel? Irgendwie nicht. Ich glaube, wir haben Nigel einfach gar kein Spielzeug gekauft. Ups. Wir hüpfen mal kurz in Baumodus. Wir müssen ja sowieso noch ein Babyzimmer einrichten. Aber haben wir vielleicht irgendwas bekommen? Nee, Kommode weg. Oh mein Gott, wo haben wir den denn her? Ist das, weil Siri befördert wurde? Der sieht ja überkrass aus. Aber sie hat halt schon einen. 5000 Simoleons, da sage ich nicht nein zu. Wow. Gut. Nigel ist halt jetzt ein Kleinkind, der braucht das nicht mehr. Ich kann heute nicht tippen. So. Ich glaube, ich habe aber noch eine süßere Matte runtergeladen. Oh Gott, das ist ja süß. Was sind die Farben der nächsten Generation? Ich muss mal kurz gucken. Mal kurz schauen. Ich muss mal meinen eigenen Command eben aufrufen. Legacy Stories. Da findet ihr übrigens den Stammbaum und die Regeln. Weil ich will einmal kurz schauen, was die Farben der nächsten Generation sind, dass wir es passend einrichten können. Das Haus steht momentan in Brindleton Bay. Oh, Brindleton mag ich aber auch sehr gerne. Die Colorpalette ist mega nice. Türkis, so ein Violettrot und Knallrot. Boah, das wird richtig cool. Und dann verkaufe ich die mal eben. Ich glaube, ich habe nämlich eine andere runtergeladen. Oh nein, bitte hab dich nicht aufgehangen. Okay. Ah ja, wir haben entweder die in weiß oder die. Ich finde die vielleicht sogar ein bisschen süßer, oder? Was ist denn der Unterschied? Nur die Farbe. Hallo Mia, was ist los? Miau, miau? Miau? Gefüttert habe ich die Katzen. Sie verhungern nicht. Keine Sorge. Ich weiß nicht, warum sie mault, aber sie kann keinen Hunger haben.
Oh mein Gott, was für schöne Farben. Wow. Okay. Ihr seht, ich war wieder ein bisschen CC shoppen. Okay. Ich wollte aber eigentlich für Nigel gerade ein Spielzeug kaufen. Tun wir das mal dahin. Ich wollte auch die Bilder noch umhängen. Die Geburtsurkunde mal hierhin. Ist das sein Bild? Ich glaube schon. So. Ach so, Moment. So. Geh doch bitte da rein. So. Das nehmen wir dann hier mit hin. Und Nigel kriegt jetzt irgendein Spielzeug. Es ist für. Achso, hallo Isabel, fast überlesen. Happy Sunday. Du musst übrigens mal, ich habe das einfach gar nicht mitbekommen, dass du jetzt dein Zimmer umgestellt hast. Du musst mir dringend Bilder schicken, wenn es fertig ist. Ich bin mega gespannt darauf. Das sah auf jeden Fall schon sehr cool aus. Die sind ja süß, die Blöcke. Es ist für ein lesbisches Paar, das einen Säugling und einen kleinen Hund adoptiert hat. Die eine Mutter ist ein Magier und der Säugling wird entweder ein Vampir oder ein Alien, da ich das cool finde. Oh, mega cool. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem ganzen Sims-Leben, wollte ich gerade sagen, aber in meiner ganzen Zeit, wo ich Sims spiele, habe ich noch nie mit einem Alien gespielt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Voll cool. Sitzt der auf dem Boden? Ja. Dieses arme Kind braucht nämlich jetzt ein liebevolleres Zimmer. Ich war tatsächlich nicht so viel Säugling-CC shoppen, wie ich wollte. Aber ein bisschen was habe ich, glaube ich, mitgenommen. So. Aber mega cool. Also unsere Siri ist, also falls ich dir die Sims nochmal vorstellen soll, aber unsere Siri ist auch unsere zweite Generation, genau. Und sie ist auch lesbisch. Das hier ist ihre Freundin Isabella. Quatsch. Das ist ihre Freundin Sophia, nicht Isabella. Wie komme ich auf Isabella? Und das ist ihr Kind Nigel. Nigel ist aber ein Wissenschaftsbaby. Also Nigel hat keinen Vater. Das Baby, was mit dem Siri gerade schwanger ist, ist auch ein Wissenschaftsbaby. Aber hier ist der zweite Elternteil Sophia. Und jetzt suche ich noch ein Puppenhaus oder eine Spielkiste. So, ich glaube, das sollten die auch nutzen können, hoffentlich. Hallo Molly, guten Tag. Wie kann ich dir helfen? Komm mal her. Uiuiui. Was geht ab, meine Süße? Ist die Playlist zu Ende? Mensch, Molly, ist die Playlist hier zu Ende oder was? Nee. Oh nee, der Song fängt nur sehr leise an. Bin gleich da. Alles klar, viel Spaß im Lurk. Es ist noch in Arbeit. Denke, morgen werde ich 90% fertig sein. Zeig's dir dann. Ja, auf jeden Fall. Ich war mega geschockt, als ich es in deiner Story gesehen habe, dass du einfach umbaust. Mensch. Ich musste aufpassen, dass ich kein CC benutze, da ich es hochladen will. Aber es ist trotzdem modifiziert und ich finde den CC nicht. Oh nein. Ach, wie blöd. Aber kannst du dir das nicht irgendwie anzeigen lassen mit Tray Importer oder so? Das ist ja blöd. Molly. Vielleicht ist es auch, wenn du Tool-Mod oder so benutzt hast, dann wird es, glaube ich, auch als CC gekennzeichnet. Katzen sind so süß. Ja, ich habe zwei davon. Ich glaube, die andere ist. Da, das ist die Mia. Mia! Hallo, guten Tag! Das ist die Mia. Und die andere ist Molly. Leckerlis. Ah, ich weiß ja nicht. Die Molly, die hat heute schon richtig viel bekommen. Also Essen, nicht Leckerlis. Leckerlis hat Molly heute noch keine, aber gegessen hat sie schon. Hallo Jenny, lange nicht gehört. Wurde eben aus Twitch geschmissen. Oh nein, konnte mich 5 Minuten nicht anmelden. Oh Gott, wie ätzend. Oh, das habe ich übrigens runtergeladen. Das soll wohl theoretisch auch funktional sein. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Fände ich aber, auch wenn es nicht funktional ist, eigentlich ganz süß. Sieht ein bisschen blöd da aus. Aber wir lassen das jetzt so.
Das habe ich nämlich neu runtergeladen. Hihi. Ich baue nochmal. Ach, du hast es eingelöst? Oh. Hab einfach gar keine Nachricht dazu bekommen. Aber ja, dann hole ich sofort Leckerlis, Momo. Dann holen wir welche. Wenn es eingelöst wurde, dann natürlich. Natürlich. Ich baue normalerweise keine Häuser, weil ich zu dumm für sowas bin. Same. Same. Ich baue auch nie Häuser. Ich richte die eigentlich immer nur ein. Also mehr kann ich nicht. Ich lade mir dann irgendwelche Häuser aus der Galerie runter und die richte ich dann ein. Das könnten wir in das Zimmer von der nächsten Generation machen. So. Okay, das passt schon mal gar nicht zu dem, was ich da farblich platziert habe. Vielleicht machen wir das erstmal so weiß. Ich wollte gerade reinschreiben, dann bin ich rausgeflogen. Oh no, Jenny, oh no. Aber schön, dass du jetzt wieder drin bist. Das freut mich. Welcome back. Gut. Frech, böse Switch. Ja, ist so. Molly haut hier auch schon mein Mikrofon um. Dann hole ich mal eben die Leckerlis. Ach, Molly Mäuschen. Hast aber Glück, ne? Hast du wieder lang genug hier rumgeturnt. Bis gleich. Aua. Okay. Moment. Die Mia ist auch schon da. Mia ist auch schon am Start, wenn es Leckerlis gibt. Ne? Ja, meine Mausis. Moment. Moment. Danke fürs Einlösen, Momo. Ja, aber ich habe es wirklich nicht gesehen. Aua, hallo? Ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Ja, Molly, warte. Auf der anderen Seite, Molly. Ich würde mich freuen, wenn du das Haus mal angucken könntest. Also wenn ich es irgendwann endlich mal fertig gemacht habe. Klar, ja, wenn du es fertig gemacht hast, können wir es da gerne angucken. Ja, bitteschön. Molly, nimm doch. Komm, sonst will Molly immer Leckerlis. Jetzt sitzt sie einfach nur davor. Hier, bevor du Mia die jetzt wegfrisst. Okay. So. Vielen Dank fürs Einlösen. Ich glaube, ihr seht die beiden jetzt gar nicht. Doch. Knacken da jetzt vor sich hin. Heute gibt's Hering. Na, seid ihr fertig? Molly schnüffelt, ob sich da vielleicht noch ein Leckerli irgendwo versteckt hat. Die tun auch so, als wenn ich diese Katzen nicht füttern würde. Dabei haben die eben vorm Stream noch Mittagessen bekommen. Frech. Okay. Wo waren wir denn gerade bei? Also, Er hat jetzt auf jeden Fall eine Spielzeugkiste. Was ist das denn? Das ist ja süß. Ist das funktional als Spielzeugkiste? Oh ja, ich möchte lieber das. Das ist ja cute. Guckt euch das mal an. Wie schön. Oh, das ist ja mega knuffig. Okay, gut. Hier können wir vielleicht ein Puppenhaus hinstellen. Ich hätte nämlich auch eigentlich gerne ein Puppenhaus. Schaukelpferdchen. Ist das funktional? Das wäre mega geil. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ups. Nein, ich habe diesen Elefant neu runtergeladen. Ich weiß nicht von welchem CC-Pack, aber... Boho Baby CC-Pack. Genau, das habe ich heute runtergeladen. Ich bin heute nämlich meine ganze Pinterest-Pinwand durchgegangen. Das passt sogar zur Spielmatte. Okay. Und es müssten auch die Farben der nächsten Generation sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett geirrt habe. Was macht... Oh, ist das ein Spielzeug? Wie geil. Boah, ich entdecke immer neue Sachen. Ne. Was ist das denn? Wo habe ich das denn her? Das ist ja süß. Oh mein Gott, Leute. Wie toll ist das bitte? Können wir bitte ganz kurz darüber sprechen, wie toll einfach diese Sachen sind? Okay, das sieht ein bisschen blöd aus jetzt.
Naja, okay, gibt Schöneres, aber es wird's tun, glaube ich. Je länger ich das Haus angucke, desto hässlicher finde ich es. Ach Quatsch, das Haus sieht bestimmt super aus. Und Übung macht ja den Meister. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du einfach ein anderes Haus bauen, wo du dann das nochmal anders machst, was dir an dem Haus nicht gefällt. Das Schaukelpferd ist funktional, ich habe das auch. Mega, ich finde es mega süß. Ich hatte das CC-Pack irgendwie Ewigkeiten auf meiner Pinterest-Pinwand rumfliegen. Und jetzt habe ich es mir endlich mal runtergeladen. Das ist ja auch süß. Das passt alles nicht rein. So. Okay. Ich platziere die Sachen jetzt erstmal hier. Und dann schauen wir gleich mal, was hier tatsächlich jetzt, also wie das dann tatsächlich hier hingestellt wird und aufgereiht wird. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä, wie süß. Oh mein Gott, wie süß ist das denn bitte? Bin ich noch in den Farben der Generation? Nö. Überhaupt nicht. Ja, aber so richtig die Farben der Generation gibt es nicht. Türkis. Aber das andere Zimmer ist ja schon so türkis angehaucht. Das ist auch süß. Oh Gott. Die Lampe mag ich sehr gerne. Großer Fan dieser Lampe. Haben wir die hier auch? Ja, ich wusste es. Hä, geil. Sorry Leute, ich entdecke das CC gerade jetzt zum ersten Mal. Ich hab nämlich die Sachen alle vorm Stream noch runtergeladen. Beziehungsweise heute Morgen runtergeladen und vorm Stream in meinen CC-Ordner getan. Ich habe so viel CC auf meiner Pinwand. Ja, same. Und ich bin das jetzt endlich mal alles durchgegangen. Und dachte mir, jetzt ist es an der Zeit. Unterstützt Säuglinge. Ja, das ist ja eigentlich auch cool. Das ist eine Recolor von dem hier. Eigentlich ist sie schon ziemlich cool. Das ist dann auch mal ein anderes Kinderbett. Kann man das auch umbauen? Achso, für ein Nickerchen unterwegs kann dieses Bett aus dem Inventar eines Sims genommen werden. Das ist ein Kinderreisebett. Nee, okay, wir wollen nicht, dass unser Kind in einem Kinderreisebett schläft. Aber das passt farblich eigentlich auch ganz gut hier rein. Finde ich auch süß. Mhm. Keine Sorge, ich nehme die Sachen hier gleich noch weg. Ich wollte erstmal nur alles platzieren. Ach, das habe ich auch. Aber es ist nicht funktional. Schade. Schade, schade. Unterstützt Säuglinge. Oder will ich lieber das? Wollen wir lieber das nehmen? Aber das ist schon eigentlich ganz schön. Nee, wir nehmen das. Alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Und danke für dein Follow. Soll ich dich eigentlich Just One Gay Dude nennen oder nur Dude? Oder was passt dir am besten? Welche Farben hat die Kommode? Ach, die kommende. Achso, die Kommode. Die Kommode, die kommende. Schwarz, so ein marineblau, türkis, dunkel, so weinrot, würde ich sagen, und knalliges Rot. Wahrscheinlich hatte deswegen Shantys Sim der dritten Generation auch feuerrote Haare. Und Sabi, dir auch vielen, vielen Dank für dein Follow. Gegenstände kann man auch kleiner machen, wenn die einem zu groß sind. Ja, ja, genau. Das weiß ich. Das mache ich auch meistens mit so Spielzeugkisten oder sowas. Ich heiße Jay. Okay, perfekt. Perfekt. Das versuche ich mir zu merken. Falls nicht, dann sag mir gerne nochmal, wie du heißt, falls ich es vergessen sollte. Dann tut es mir auf jeden Fall schon mal sehr leid. Aber schade, dass die nicht funktional sind, die Sachen. Das wäre ja mega cool. Voll sad. Weil das habe ich mir auf jeden Fall neu runtergeladen. Und ich dachte, das wäre geupdatet worden. Das ist ja traurig. Egal, wir probieren es vielleicht einfach mal aus. Vielleicht ist es ja durch den Zufall doch funktional. Wir schauen einfach mal. So. Was gibt es denn noch für Farben? Nee, ich glaube, wir bleiben so in dem Ton. So. Oh mein Gott, das ist einfach ein Töpfchen. Wie süß. Das brauche ich. Okay. Wow. Das ist ja auch süß. Aber schade, dass es jetzt nach dem Update wahrscheinlich alles nicht mehr geht. Ach, das ist ja richtig schade. Ach so. Ach, der hier wäre funktional. Ja, dann nehmen wir lieber den. Okay, schade. Ich muss da mal gucken, ob es irgendwie ein Update davon vielleicht gibt, dass die Sachen jetzt funktional sind. Weil das ist ja richtig blöd. Das ist auch cool. Vielleicht für... Achso, nee. Das ist ja Erwachsenenkleidung. Das macht gar keinen Sinn. Aber das hier soll anscheinend
funktional sein. Obwohl, ich habe ja wahrscheinlich die Base-Game-Version runtergeladen. Ups. Da habe ich anscheinend nicht so richtig drauf geachtet. Okay, aber das wäre soweit das. Vielleicht noch ein Bücherregal. Das wäre halt voll die Farbe der Generation. Das passt halt überhaupt nicht hier rein. Das ist ja süß. Das möchte ich. Einen Mülleimer brauchen wir noch. Gibt doch irgendwo diesen Windelmülleimer, oder? Da, Windeleimer. Ja gut, das backt jetzt da leider ein bisschen rein, aber anscheinend gehört es nur so dazu. Ja, passt schon. Ich kann gar nicht mit Deko umgehen. Wieso nicht? Was ist mit der Deko? Aber ich finde Deko auch immer schwierig. Ich hänge da immer so lange fest und mache immer so viel Deko überall hin. Deswegen versuche ich mich heute hier ein bisschen kurz zu fassen. Wir wollen ja auch noch die Geburt erleben, bevor ich hier wieder 12 Millionen Jahre im Baummodus hänge. So. Das sieht auch irgendwie ein bisschen blöd aus. Ja, also wirklich zufrieden bin ich jetzt nicht. Muss ich zugeben. Nee, also irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Momo. Ich beeil mich schon. Ich weiß nicht, wo ich was hinstellen soll. Ich finde es alles einfach hässlicher. Deswegen meistens platziere ich die Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie unbedingt nutzen möchte, schon mal im Zimmer und schaue halt dann, wo sie hinkommen. Aber jetzt gerade gefällt mir das irgendwie auch alles nicht. Babypflegewirrwarr. Ach, das wäre vielleicht viel cooler. Ja, das finde ich gut da. Oh mein Gott, da ist gerade eine Katze irgendwo hochgesprungen. Okay. Nee, oder? Obwohl. Oh mein Gott, bitte geh doch wieder drauf. Ja, ich glaube, das lassen wir. Ist okay. Ach, wichtige Babyutensilien. Vielleicht nehme ich lieber die. Wichtige Babyutensilien. Hi! Hi, Molly! Aua, Vorsicht, Molly, Vorsicht, bitte. Molly ist erstmal hier alles am Abräumen. Ich dekoriere immer gleich. Das Haus sieht fast immer gleich aus. Ja, ich auch. Ich auch. Und ich mag halt so super gerne solche pastelligen Farben. Deswegen, ich ignoriere halt gerade einfach komplett die Farben der Generation. Weil ich einfach diese Farben so süß finde. Ah, nee, das backt da durch. So. Ja, ich ignoriere gerade komplett die Generationsfarben. Aber ich würde sagen, wir machen die dann, wenn das Kind zum Kind wird. Ja, das ist eine gute Idee. So, vielleicht können wir da noch ein Regal anbringen irgendwie. Weil ich mag dieses Regal ja so gerne. Die Wandfarbe ändere ich übrigens gleich auch noch. Das ist ja nur diese Standardwand, die hier schon drin war. Hm, das ist doch süß und farbenfroh. Moment. Was für Swatches haben wir da so? Oh. Das ist ja süß. Passt halt gar nicht zu den Generationsfarben, aber egal. Ja, egal. Ich habe einen Tisch im Wohnzimmer. Sims packen Aschenbecher drauf. Sims packen Aschenbecher drauf. Ja. Ja, warum nicht? Also... Mache ich auch häufiger, wenn ich Sims habe, zu denen das passt. Und Angelina, vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Bin im Lurk, werde noch mit Hope Warzone zocken. Ganz viel Spaß. Erzähl mir danach mal, wie viele Wins ihr hattet. Ich bin gespannt. Ich drücke euch die Daumen. Jetzt habe ich beide Katzen hier hängen.
Molly sitzt einfach auf meiner Hand und Mia ist vor dem PC. Also falls ich jetzt gleich hier irgendwas Falsches platziere, dann wisst ihr Bescheid. Das ist ja cool. Mausis, ihr könnt jetzt nicht beide hier sein. Ich habe euch sehr lieb, aber ich weiß nicht, was ihr hier macht. Warum seid ihr denn jetzt beide hier? Ich sehe nichts mehr. Aber Warzone hätte ich auch mal wieder Bock. Irgendwann müssen wir mal wieder Warzone im Chat, im Stream spielen. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ich mache noch ein bisschen Wanddeko. Das ist ja auch süß. Oh mein Gott, ich lieb's. Ist der süß? Der hat so Erdbeeren. Sieht ein bisschen aus wie dieses eine Tier von Animal... Nee, Animal Crossing? Doch, von Animal Crossing. Wisst ihr, welche ich meine? Oh Gott, das ist natürlich auch süß, wenn das da so sitzt. Aber wenn man es da rausnimmt, sieht es halt auch noch zu wenig aus. Oder vielleicht in einer anderen Farbe? Oder den in einer anderen Farbe. Süß. Okay. Ihr merkt schon, was meine Lieblingsfarben sind, glaube ich. Es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Aber ich mag halt, ich finde diese ganzen Pastellsachen, die passen halt so gut zusammen. Die sehen so süß zusammen aus. Okay. Ja, mache ich, Jenny, mache ich. Heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht, aber ich hätte mal wieder richtig Bock auf Warzone. Das wäre ein bisschen too much, wenn ich das jetzt machen würde. Lieb es eigentlich zu bauen, aber habe selten Motivation dazu. Mein letztes Haus war ein Tiny House. Oh, ich bin so neidisch an jeden, der gut bauen kann. Wirklich, ich wünschte, ich könnte das. Aber ich kann es einfach nicht. Wir haben das ja gesehen, als ich die Shell Challenge für Shanti gemacht habe, was das einfach für ein Desaster war. Das war ein wirkliches Desaster. Ich bin einfach fast verzweifelt. Ich hätte fast wegen einem Dach angefangen zu heulen. Ja, ich glaube, das ist okay, oder? Machen wir noch ein bisschen Deko an die Wände. Was haben wir hier eigentlich noch? Süß! Einfach so Hasen. Und die gibt es auch in Pastell. Das ist doch jetzt Schicksal. Das ist doch jetzt Schicksal. Oder hier drüber so. Oder übers Bett. Süß. Das gibt es doch bestimmt auch in den Farben, die ich brauche, oder? Ja. Süß. Oh, toll. Was für Farben gibt es da? Die beiden nur, okay. Kann ich mitarbeiten, kein Problem. Den Zahnfee-Sticker finde ich auch süß. Okay. Oh. Kein Platz dafür. Das ist ein bisschen too much, glaube ich, oder? Gibt es das in anderen Farben? Sowas leichteres? Oh, ne, das ist ja schön. Das möchte ich. Wow. Wenn du willst, kannst du mal in meiner Galerie schauen. Wie heißt du denn in der Galerie? Wie heißt du da? Hä, wie süß sind die Sachen bitte? Oh Gott. Oh Gottchen. Aber ich habe dafür leider keinen Platz. Luftballons? Nee. Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott, Leute, ist der süß! Ich komme nicht mehr klar. Aber das ist nur eine Skulptur, oder? Ja, oh mein Gott, ich brauche die. Können wir die im Wohnzimmer irgendwo platzieren? So, hier so? Oh mein Gott, ist die süß! Oh, so als wenn die Kinder halt da spielen würden. Kinderskulptur setzt die Segel-Teddy. Oh mein Gott, wie geil. Der kann eigentlich im Garten stehen. Oder vielleicht woanders, so da so. Oder vielleicht spielen die Kinder ja irgendwo weiter hinten damit. Vor allem die Kinder, das zweite ist noch nicht mal geboren. Nee, glaube ich, lass es doch hier stehen. So. Okay, dann gehört es einfach Nigel.
Habe ich jetzt so beschlossen. Gehört jetzt einfach Nigel. Handtücher aufhängen. Ach Gott, wie süß. Können wir das ins Bad tun? Mann, wir haben keinen Platz für sowas. Sieht das doof aus? Schon ein bisschen, ne? Egal, ich brauche die in meinem Leben. Ich brauche die. Was haben wir noch? Süß. Das passt eigentlich vielleicht sogar in Nigels Zimmer ganz gut rein. Wo könnte man die denn mal hinstellen? Ah, ich weiß nicht. Oder so und diese Bauklötze davor. Das ist vielleicht ein bisschen realistischer. Ich hoffe, er kann die dann noch benutzen. Aber ich denke, das sollte gehen. So wie hier. Okay, schaue ich direkt mal nach, wenn wir hier mit Bauen fertig sind. Dann können wir da gerne mal schauen. Das finde ich ja auch immer toll. Ich weiß, wir haben das schon bei Nigel über dem Wickeltisch, aber ich finde das einfach so süß. Das muss hier auch hin. Oh nein, hier ist noch eine Skulptur. Oh, ich habe vergessen, das Essen reinzustellen. Ups. Ups. Ah, das habe ich auch noch runtergeladen. Ist das nicht auch süß? Das passt hier halt gar nicht rein. Oh, das ist groß. Nee, das möchten wir nicht. Was ist das? Ein Bilderrahmen. Nee, brauchen wir auch nicht. Schmetterlinge? Nee. Nee. Das ist ja süß. Aber wohin damit? Ah. Ich habe keinen Platz dafür. Aber ich brauche das. Vielleicht doch hier? Okay, Die Lampe wäre eigentlich süß gewesen. Vielleicht nehmen wir lieber die Wolkenlampe. Sweet, ich mag die Wolkenlampe voll gerne. Moment. Nee, das sieht nicht so gut aus, wie ich dachte. Cool. Was passt halt nirgendwo hin? Vielleicht bei Nigel. Okay, Leute, ich habe es auch sofort geschafft. Wir können sofort wieder aus dem Baumodus raus, beziehungsweise uns Momos Haus anschauen. Ja. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Irgendwie ist dieser Bereich in Nigels Zimmer halt super leer. Aber ich weiß auch nicht, was wir da noch hin tun können. Wie kann Nigel was über Tiere lernen? Besser als nichts, ne? Das ist ja cool. Aber ich glaube, das ist nicht funktional, oder? Das ist nur Deko. Oh, das ist ja auch süß. So Schuhe. Oh, das hängen wir auf jeden Fall auf. Wie süß ist das denn? Das ist ja cute. Okay, das ist ja süß. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und ich glaube jetzt... Oh mein Gott, was ist das denn? Ist auch nur Deko, aber das ist ja sowas von süß. Okay, nee, passt jetzt. Wir haben es jetzt. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt wirklich fertig. Oh mein Gott. Nee, ich bin jetzt fertig. Ich muss jetzt hier aus dem Baummodus raus. Okay. Okay, ich bin fertig. Guck mal eben. Noch nach Momo. Die Molly hat sich hingelegt auf dem Schreibtisch. Ein Feini bist du. Ein Feini. Wo ist Mia eigentlich? Oh, Mia ist da hinten. Alles beim Alten. Okay, warte mal, bis es lädt. Also irgendwie, meine Galerie möchte nicht so richtig.
hoffe, ihr hattet alle bis jetzt einen schönen Sonntag. Hallo Chrissy! Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich habe gesehen, du hast ja vorhin gestreamt. Ich konnte leider nicht dabei sein. Wie war denn dein Stream? Habt ihr Stardew Valley und Sims gespielt oder nur eins von beiden? Also bei Sims habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber habt ihr auch Stardew gespielt? Und Mia Linia, vielen, vielen Dank für dein Follow. Soll ich dich Mia nennen oder Mia Linia? Was passt dir am besten? Ich habe das Haus endlich hochgeladen. Ich muss jetzt aber noch die Familie dazu erstellen. Okay, mach das. Ich suche gerade Momo. Aber irgendwie will meine Galerie anscheinend nicht. Irgendwie hat meine Galerie keinen Bock. Und es liegt auf jeden Fall nicht an meinem Internet. Weil ich meine, ihr könnt mich ja auch sehen, ne? Also kann es schon mal nicht an meinem Internet liegen. Was soll das? Ah, jetzt. Okay. Welches ist es? Das hier? 23.3. Das kann es sein, oder? Das sieht ja voll süß aus. Sogar mit dem Kinderbettchen. Ist es das? Mir geht es gut und dir war gerade eine Runde mit dem Hund. Nur Sims, kurz bevor ich den Stream beenden wollte, haben wir Zwillinge bekommen. Oh mein Gott. No way. Das hätte ich gern gesehen. Also bei wie vielen Kindern bist du jetzt? Wie viele Kinder hast du jetzt in der 100 Baby Challenge? Und ich hoffe, es war auch ein schöner Spaziergang. Wie cool. 20 mal 15. Müssen wir gucken, ob wir irgendwo in der Welt noch ein leeres Grundstück haben. Dann könnten wir das da mal platzieren. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Und Jay, wie heißt du in der Galerie? Dann kann ich mir dein Haus auch anschauen. So, aber ich glaube, wir lassen das Zimmer jetzt erstmal so. Ja, passt. Süß! Okay. Das Siri braucht echt dringend ein anderes Schwangerschaftsoutfit. 7 Kinder und im Stream waren 3 davon Säuglinge. Ach du meine Güte, ich war am Ende so überfordert. Oh mein Gott, das glaube ich. Das glaube ich. Ich war ja eben schon überfordert mit meinem einen Kleinkind. Ach du meine Güte. Vor allem jetzt habe ich mir das auch noch zugemutet, dass wir jetzt ein Kleinkind und ein Säugling gleichzeitig bald haben. Oh mein Gott. Oh Chrissy, das Chaos, das kann ich mir bildlich vorstellen, ey. Das tut mir echt leid für dich. Aber siehst mal so, du brauchst jetzt nur noch 93 weitere Kinder. Du bist auf einem guten Wege. Hab den Namen von meinem Bruder. Honey, Hans und 10. I don't know, wieso der Name mein Bruder heißt nicht mal Honey. Schauen wir nochmal eben. Vielleicht können wir die Häuser gleich auf einem Grundstück platzieren. Dann können wir uns beide mal anschauen. Es lädt. Na, Molly? Hm? Bisschen feini. Hallo, Jerome. Wie geht's dir? Hast du bisher einen guten Sonntag gehabt? Ja. Ja. Es gibt einen Beweis, dass ich gesagt habe, dass ich Säuglinge mag und wir eine 100 Baby Challenge spielen könnten. Jerome, ich nehme alles zurück. Ich mag die Säuglinge doch nicht mehr. Es ist mir einfach alles zu anstrengend. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ach Mann, warum findet der denn jetzt schon wieder nichts? Was soll das denn? Bitte. Mir geht's gut. Wie geht's euch? Mir geht's auch gut. Also, ich habe vorhin schon erzählt, die Woche über hatte ich mega Unterleibsschmerzen. Deswegen habe ich hier was falsch geschrieben. Honey Hansen 10. Nee, das ist richtig. Deswegen gab es auch keinen Stream. Aber jetzt geht es uns zum Glück wieder gut. Und Infinity Rosa, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Zu spät, Laura. Nein, aber wir müssen auch erstmal unsere Challenges hier spielen. Warum findet ihr denn jetzt nichts? Nein, Jerome. Oi, oi, oi. Ach, Manu. Ja, mir geht's auch ganz gut. Hattest du auch ein schönes Wochenende? Weil, ja doch, ich muss sagen, mein Wochenende war eigentlich ganz entspannt. Bisschen die Batterien für die nächste Woche wieder aufladen können, wobei nächste Woche ja nur eine kurze Woche ist. Nächste Woche nur 4 Tage.
eine 4-Tage-Woche mit Ostern. Freue ich mich sehr drauf. Laura spielt doch schon die 100 Baby-Challenge im Forest. Ja, true. True. Wir müssen auch mal gucken, Chrissy, wie wir das machen mit The Forest, weil nächste Woche zum Beispiel fahre ich Donnerstagabend schon in die Heimat nach der Arbeit. Das heißt, nächste Woche gibt es eigentlich nur einen Stream am Mittwoch von mir, weil dann ist ja auch Ostersonntag und so. Ja, also irgendwie finde ich das gerade nicht. Aber wir können ja das so machen, dass wir jetzt erst ein bisschen weiterspielen und ich dann das später nochmal probiere und wir dann beide Häuser einfach später nochmal schauen, dass wir die platzieren. Ich kann immer, okay. Nigel, du stinkst. Aber bist du dreckig? Ja. Kannst du Nigel mal baden, bitte? Nigel im Schaumbad baden. Was mit Sophia? Die schläft noch. Ach ja, bindungsarm wegen der Midlife-Crisis. Ach stimmt, 6 Tage geht die Midlife-Crisis. Aber das heißt ja auch, neue Familiendynamik streng. Zwischen Siri und Nigel scheinen gewisse Regeln zu gelten, da der jüngere Sim dem älteren Familienmitglied tiefen Respekt entgegenbringt und häufig die hohen Erwartungen des älteren Familienmitglieds erfüllt. Bei Familienmitgliedern mit der strengen Familiendynamik bittet der ältere Sim den jüngeren darum, Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel häufiger zu putzen, und der jüngere Sim vermeidet es in der Regel zu rebellieren, obwohl beide insgesamt gestresster sein könnten. Würdest du sagen, dass Siri und Nigel eine strenge Familiendynamik besitzen? Ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde das gar nicht schlecht, weil es ist jetzt das erste Kind, was Siri halt selber großzieht, sag ich mal. Also sie hat ja auch schon Jenny als Tochter, aber bei Jenny war das ja so, dass sie die direkt dann als Kleinkind zu Elea gegeben hat, und Elea die großgezogen hat. Und ich glaube, Siri möchte halt bei Nigel jetzt alles richtig machen und ist jetzt halt so ein bisschen strenger in der Erziehung, weil sie unbedingt möchte, dass er halt gut erzogen ist. Also kann ich mir das schon vorstellen, tatsächlich. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn Sophias Midlife Crisis 6 Tage lang geht und wir das hier erfüllen müssen, dann fangen wir jetzt auf jeden Fall mit dem intelligenten Lautsprecher schon mal an. Wir können das mit den Freundschaftsbändchen ausprobieren, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wo es die Freundschaftsbändchen gibt. Aber wir müssen halt auch heiraten. Das heißt, wir müssen eigentlich in ein paar Tagen dann schon den Heiratsantrag machen, damit wir heiraten können. Das ist ja richtig stressig. Das ist ja einfach maximal stressig jetzt. Wir könnten, muss Siri heute arbeiten, weil falls sie nicht arbeiten muss, könnten wir ins Gemeinschaftszentrum da gehen, in dieses Erholungszentrum oder wie auch immer das heißt. Sie muss erst heute Abend arbeiten und sie hat auch schon alles erfüllt. Okay, dann gehen wir gleich den Tag in diesem Gemeinschaftszentrum verbringen, nehme ich an. Suche mehr Inspiration für meine Geburtstagsparty auf Pinterest. Ganz viel Spaß, Jerome, und danke für dein Lurk. Ich drücke die Daumen, dass du was Cooles findest. Was für eine Geburtstagsparty wird es denn? Hat das ein Thema? Aber wollte ich jetzt nochmal was mit Nigel machen? Nee, ich glaube, Nigel geht es eigentlich ganz gut. Hi, Molly! Kannst du das Mikrofon vielleicht da lassen, wo es ist? Danke, Katze. Und jetzt setzt sie sich wieder auf meine Hand. Cool. Oh, automatische Lichter. Alle. Ich brauche drei Namen, zwei weibliche und einen männlichen. Mir fällt nichts ein. Oh, Jerome hat immer eine Liste mit ganz tollen Namen. Also falls Jerome noch nicht im Lurk ist, kann Jerome vielleicht mit Namen dienen. Das Motto wird wahrscheinlich Black and White und Overdressed. Ach, wie geil. Mega, mega cool, Jerome. Das wird bestimmt richtig toll. Es gibt eine Box im Kaufmodus für Freundschaftsbändchen. Ah, aber kann man die auch in diesem Erholungszentrum machen? Weil ich würde halt gerne mal mit den Sims was erleben und rausgehen. Ich glaube, deswegen machen wir einfach gleich einen Ausflug dahin. Sophia hat ja eh keinen Job, oder? Nee, Sophia hat keinen Job. Sophia war Hausfrau, bis sie Siri getroffen hat. Gut. Warten wir eben darauf, dass die beiden fertig gebadet haben. Ja, ihr seid schon fertig. Perfekt. Ja, dann. Jetzt hat Siri Hunger. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich wollte doch jetzt los. Aber dann nimm dir mal eben Pancakes. Und Sophia geht jetzt erstmal duschen. Okay. Bei dir geht's soweit gut. Ja, dir geht's gut. Dann kannst du damit spielen? Oh ja, ich will das sehen. Geh mal auf ein Schaukelpferdchen reiten. Kann er damit was machen? Nee. Das ist wie eine Spielzeugkiste. Wie cool. Erstmal hier alles abchecken. Erstmal schauen, was hier so geht. Das. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ne! Oh mein Gott. Mein Herz, Leute, mein Herz einfach. Hä, wie süß. Wie süß ist das bitte? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mitten in der Midlife-Crisis hat Sophia beschlossen, dass Tanzen ihr Ding ist und sie mehr Zeit darauf verwenden möchte. Ach, Sophia, Mensch. Was stimmt denn nicht mit dir? Und was ist mit Siri?
durchnässt. Ach shit, wir müssen noch zum Ultraschall. Vielleicht machen wir das mal kurz zuerst. Oh Gott, wie so viel zu tun. Oh, okay. Okay, jetzt habe ich so viel überlesen. So, hier bin ich. Welcome back, Isabel. Wir haben eben hier das Kinderzimmer eingerichtet für unsere zweite Generation. Ich habe mich einfach gar nicht an die Farben der Generation gehalten. Aber das machen wir einfach, wenn das Kind zum Kind wird. Und jetzt hat Siri das erstmal eingerichtet, weil eigentlich sind es ja eher die Farben von Siris Generation. Und ansonsten haben wir eben gesagt, dass Sophia ihre Midlife-Crisis gerade hat und wir hier diese ganzen Sachen haben, die erfüllt werden müssen. Jetzt wollen wir erstmal ins Gemeindezentrum gehen und Freundschaftsbändchen machen. Wir müssen auch was mit diesem Lautsprecher noch machen. Und sie möchte heiraten, weil das ihrem Leben mehr Sinn geben würde. Deswegen müssen wir innerhalb von 6 Tagen und 15 Stunden geheiratet haben. Was wieder sehr sportlich ist. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ein Ausflug. Ja, ich habe auch schon ein neues von diesem Erholungszentrum oder wie auch immer es heißt, gebaut. Beziehungsweise halt platziert. Und das schauen wir uns dann gleich mal an. Das weiß ich, war da noch nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mehrere Namenslisten. Stimmt. Stimmt. Oh, morgen ist Wellness-Tag. Wie cool. Aber jetzt würde ich gerne erstmal einen Ultraschall machen. Warum seid ihr denn jetzt so traurig? So. Erstmal Ultraschall. Die wichtigen Dinge. Holen Sie sich einen Ultraschall. Kann Sophia mitkommen? Ja. Los geht's. Die Sonne macht mich gerade richtig glücklich. Same, Chrissy, same. Was ist los, Molly? Schon wieder über Katzenhaare rumfliegen. Meine Nase kribbelt schon wieder. So. Erstmal Ultraschall und dann Gemeindezentrum. Geht bei euch der MCC bei den Säuglingen? Das ist eine gute Frage. Ich habe leider gerade keinen Säugling zur Hand. Weil ich glaube, letztes Mal ging es nicht. Geht es bei dir, Isabel? Gab es da ein Update? Weil ich glaube, letztes Mal ging es bei mir nicht, als ich das gecheckt habe. Und ich weiß nicht, ob ich MCC seitdem aktualisiert habe. Bei uns hat es gestern nur geregnet. Da ist die Sonne heute mal ein Highlight. Stimmt, bei uns hat es gestern auch voll geregnet. Und die letzten Tage sowieso. Ja, danke, Molly. Ich dachte jetzt gerade, deine Haare wären weg. Und jetzt verteilt Molly einfach neue Haare. Danke, Caro, für 75 Bits und Dance Monkey. Vielen, vielen Dank. Oh Gott. Nee, Siri, du gehst jetzt nicht heulen. Wir wollen jetzt einen Ultraschall haben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wo war denn der Ultraschallraum nochmal? Da. Ultraschall starten. So, der Gute hat auch schon unser Baby auf die Welt gebracht letztens. Dann kann er jetzt auch nochmal den Ultraschall machen. Oh mein Gott, Momo! Danke für 1000 Bits! Was? Dankeschön! Das ist so viel, Momo! Wow! Vielen, vielen, vielen Dank! Oh mein Gott! Einfach 1000 Bits geschiert! Dankeschön! Und Caro, Dankeschön für dein Geschenksub an Lyra Eleanor. Und Lyra Eleanor, ganz viel Spaß mit den werbefreien Streams und den Emotes. Danke, Caro. Mensch, was macht ihr denn schon wieder für eine Party hier? Vielen, vielen lieben Dank, Caro. Ach Gottchen. Meine Sims sind ohne Sisi so hässlich. Same. Same einfach. Wobei, Jenny meinte, sie hat sich Siri aus der Galerie runtergeladen und Siri wäre ohne Sisi gar nicht hässlich. So, hier geht ja schon der Ultraschall los. Oh, nein! Molly! Molly, was hast du getan? Oh Gott, okay, ich dachte gerade schon. Molly einfach mal auf die Tastatur getreten. Okay, aber geht bei irgendwem der MCC für Säuglinge? So, mal eine generelle Frage. Molly, kannst du mal aufhören, Katze? Jetzt schieb dir auch noch mein Mikrofon hier wieder weg. Eieiei, wo hast du eigentlich deine Sounds oder hast du sie selber gemacht? Die habe ich von Sound Alerts. Ups, oder was meinst du? Nee, warte. Meine Bit-Sounds habe ich selber eingefügt. Oh mein Gott, Molly. Mein Date mit Florian ist sehr gut gelaufen. Oh mein Gott, Jenny hat ein Date? Wussten wir das? Nee, genau, Moment, ich muss ja kurz sortieren. Diese Katze, Molly, du machst mich verrückt. Ich habe dich sehr lieb. Aber du kannst ja nicht ständig auf meiner Tastatur rumlaufen. So, okay, meine Sounds habe ich über Streamlabs Desktop eingefügt. So, über die Browser-Anwendung, ja. Genau. Ich bin so weggepennt, aber jetzt bin ich da, wie ich sehe. Ist das Baby immer noch nicht da? Hallo, Shanti. Nee, aber wir haben das Babyzimmer eingerichtet. Das war sehr toll. Und jetzt wollen wir ins Gemeinschaftszentrum oder wie auch immer das heißt gehen. Okay, mit Sophia natürlich. Und Molly läuft hier die ganze Zeit rum.
Mit Nigel. Und ich hoffe, dein, wie heißt das, dein Nap war gut. Katzi. Oh, Siri muss auf Klo. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Molly! Hat sie aber meinen Popschutz abgehauen. Moment. Also Molly, sorry. Sorry, Leute, für diese Geräuschkulisse. Die Katze ist einfach außer Rand und Band heute. Man merkt, dass ich die letzte Woche über nicht gestreamt habe und die Katze keine Leckerlis bekommen hat. Wieso können wir jetzt nicht reisen? Was ist hier los? Also sie hat Leckerlis bekommen, aber halt nicht on stream, das meinte ich. Mein Nap hat richtig geballert. Ich habe mich echt gefragt, in welcher Zeitzone ich aufgewacht bin. Warum könnt ihr denn nicht reisen von hier aus? Oh mein Gott, dann geht bitte erstmal nach Hause. Aber so muss es doch, so muss es doch. Jetzt hast du Energie für den Rest des Tages. Eieiei. So. Leckerlis für die Katzis. Danke, Shanti, danke. Jetzt fühlt sich Molly darin bestätigt, was sie hier gemacht hat. Danke fürs Einlösen. Diesmal wurde es mir auch angezeigt. Bei Momo wurde es mir vorhin gar nicht angezeigt. Das sind die besten, ne? Ja, ist echt so. Schnell, Mia, nimm dir auch was, bevor Molly alles wegsnackt. Schau mal, Mia. Haben wir die Katze mit Leckerlis abgeworfen. Piept das bei euch eigentlich auch so, wenn ihr reist, seit das neue Pack draußen ist? Seit ich das neue Pack installiert habe, jedes Mal, wenn ich nach San Sequoia reise oder innerhalb von San Sequoia, ups, dann piept es einfach. Wir lassen Siri kurz auf Toilette gehen. Wie geht's Mia, Mausi? Mia geht's eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also die ist auf jeden Fall sehr lebhaft. Sie und Molly jagen sich auch schon wieder durch die Wohnung. Die Wunde sieht eigentlich so gesehen eigentlich auch ganz gut aus. Also sie ist weder rot noch irgendwie entzündet oder so. Die ist echt wirklich gut zugeheilt. Das Einzige, was halt ist, ich weiß nicht, ob das normal ist. Wir haben nämlich auch zweimal bei der Tierärztin deswegen angerufen, beziehungsweise ich, weil ich Helikoptermama bin, habe ich da angerufen, weil sie hat wie so eine Beule direkt neben der Narbe oder halt der Wunde. Das ist ja erst jetzt 2 Wochen her. Und ich muss mal gucken, also wenn die sich jetzt irgendwie noch über Nacht oder morgen oder so verändert, dann wird Lukas wahrscheinlich auch morgen mit ihr nochmal zum Tierarzt fahren, um das halt einmal sicherheitshalber nachchecken zu lassen. Hä? Es ist schwer für Siri, von den Schwangerschaftsbeschwerden von ihrem Partner zu hören, während sie so glücklich darüber ist. Sollte ich nachsichtiger sein wegen strenger Familiendynamik? Ach Siri, Mensch. Jetzt reißt euch doch mal zusammen hier. Wir reisen jetzt. Aber wann hat Sophia Schwangerschaftssorgen geäußert? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Nee, aber deswegen eigentlich geht's ihr ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob diese Beule normal ist. Erholungszentrum, so hieß der Ort. Aber sonst ist sie halt, wie gesagt, munter. Sie frisst, sie schläft, sie spielt. Ja. Alles für die Molly. Ja. Das Piepen habe ich noch nie gehört. Habe mich eben erschrocken und mich gefragt, was hier jetzt schon wieder bei mir piepst. Nee, es ist tatsächlich im Ladebildschirm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wiederkommt oder ob es nur bei dem Grundstück ist. Weil Shanti zum Beispiel hat das auch, das Piepen. Aber es kann sein, dass es auch nur von diesem Grundstück ist. Wann hast du das denn immer, Shanti? Oder ist das Piepen bei dir mittlerweile weg? Müssen wir mal drauf achten jetzt. Ich glaube, es ist tatsächlich nur bei unserem Heimatgrundstück. Granny's Cookbook wurde gerade geupdatet. Oh Mann, da muss ich ja schon wieder Mods updaten. Na gut. So. Hier sind wir. Ich habe eine renovierte Version platziert. Anscheinend gibt es hier ein Outdoor-Fitnessstudio. Cool. Mit Duschen sogar. Das ist auch super praktisch. Dann haben wir hier Essensstände, ein Baumhaus. Oha, hier wurde auch richtig kreativ gebaut mit diesen Sachen vom Tierpack. Richtig, richtig nice. Oh, wie geil. Guckt euch das mal an. Wie kreativ hat denn hier jemand gebaut? Das könnte ich gar nicht. Wow. Ich habe das übrigens in der Galerie gefunden. Ich habe einfach nach einem Erholungszentrum gesucht. Ein Wasserpark gibt es? Nice. Was haben wir hier noch? Schaukeln. Hier oben ist was, wo man, glaube ich, puzzeln kann. Spiel ändern, ja. Aber ich möchte gerne Freundschaftsbändchen machen. Wo mache ich Freundschaftsbändchen und wie mache ich das? Wie geht es mit den Freundschaftsbändchen? Hier könnte man auf jeden Fall was grillen und kochen und so. Aber irgendwie finde ich nichts mit Freundschaftsbändchen. Hey, wer hat hier was gekauft? Was hast du getan? Hast du was gekauft? Wer hat hier was gekauft? Wer? Hm.
Lohnt sich die Mod? Bin die ganze Zeit am Überlegen. Ja, Isabel, sie lohnt sich. Ich habe die auch drin und ich koche seitdem nur noch damit. Ich liebe die so sehr. Ich finde die richtig, richtig toll. Aber du musst aufpassen, dass du auch die Rezepte dazu runterlädst. Ich hatte die zu Anfang nicht. Ich habe einfach vergessen, die runterzuladen. Ups, was hat die Tierärztin denn zur Beule gesagt? Also sie meinte erstmal, wir sollen damit nicht vorbeikommen, sondern erstmal Bilder per E-Mail schicken, wie die Beule halt aussieht. Und dann meinte sie, dass sie nicht schlimm aussieht und da die Wunde auch irgendwie nicht rot oder nicht entzündet ist oder so und auch kein Blut oder sowas zu sehen ist, ist das wahrscheinlich eine Wundwasserablagerung. Und wir sollen die jetzt halt einfach beobachten, ob Mia irgendwie Schmerzen da kriegt, wenn man die anfasst, die Beule, oder halt in der Nähe ist. Das tut sie aber nicht. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie denke ich mir, dass ich da trotzdem gerne das nochmal abklären lassen würde. Weil nicht, dass es halt doch was ist, ne? Achso, ich habe die in der Sims-Mods-Liste tatsächlich noch nicht drin, weil ich die Mod noch nicht so lange benutze. Ups. Da ist sie noch nicht drin. I'm sorry. Deswegen lieber den Link von Shanti nehmen. Lieber einmal zu viel zum Tierarzt. Ja, ich kam mir auch schon richtig wie so eine Helikoptermama vor, weil ich da wirklich zweimal innerhalb von irgendwie 3 Tagen oder so eine E-Mail hingeschrieben habe und gesagt habe, hallo, meine Katze hat eine Beule. Aber ja, die Tierärztin meinte, ist wohl nicht so schlimm. Deswegen einfach mal gucken. Was hast du? Brennende, heiße Temperaturen. Können wir dir was anderes anziehen? Schau mal, Nigel. Achso, Moment. Heißes Wetter, da. Schau mal, ist doch schon viel besser jetzt, oder? Und dann kannst du mal ein bisschen Fantasieabenteuer spielen. Hör auf zu heulen, bitte. Bitte hör auf zu heulen. Ein Kugelbad spielen, klettern. Ich würde gerne, dass ihr Freundschaftsarmbänder macht. Muss ich dafür vielleicht irgendwas platzieren? Sonst könnt ihr mal vielleicht hier oben Spiel zusammen spielen, Symbols spielen mit Siri. Und was können wir danach machen? Puzzeln. Wir könnten auch puzzeln. Das finde ich auch toll. Aber ich würde jetzt gerne erstmal die Freundschaftsarmbänder holen. Weiß nicht, ob du das auch hast. Das sind andere Objekte, also nicht nur das zugeklappte Buch für die Mod. Ja, das habe ich auch. Also ich habe dieses Buch, was auf diesem Ständer steht. Das nutze ich eigentlich auch die ganze Zeit. Und ja, genau. Freundschaftsarmbänder, wie finde ich die denn? PRGO, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Vielen, vielen Dank für dein Follow und schön, dass du da bist. Sag mir gerne, wie ich dich nennen darf, weil das war wahrscheinlich nicht richtig. Freundschaftsarmbänder kann man mit dem Set oder am Kreativtisch machen. Okay. Ja, ich habe jetzt mal das Set hier. Ich platziere das jetzt einfach mal. Wo würde es denn gut aussehen? Vielleicht auch irgendwo draußen? Wir machen es mal hier, dann machen die das einfach in der Nähe, wo die Kinder sowieso sind. Beziehungsweise das eine Kind. Okay, und dann, weil es so schön ist, platzieren wir noch ein zweites Set drin. Weil man weiß ja nie. Vielleicht können wir es aber nochmal gebrauchen. So. Okay. Perfekt, dann können wir Sophia da ihren Wunsch nämlich erfüllen. Ja, meinetwegen, plaudern wir mal. Wenn ich das alles lese, kriege ich Hunger. Die Rezepte sind so toll, wirklich. Da kannst du sogar Kuchen mitmachen. Ach ja, hier die beiden. Mia möchte immer zu Molly gehen und Molly hat einfach keinen Bock. Das finde ich immer voll schade. Etwas lesen und essen. Perfekt, Chrissy. Perfekt. Was liest du und was gibt's zu essen? Kann man die dann auch als Geburtstagskuchen nutzen? Yes. Habe ich im letzten Stream auch gemacht. Du kannst einige der Kuchen, die so aussehen wie richtige Kuchen, kannst du auch nutzen. Das ist mega cool. Also ich finde, die Mod lohnt sich wirklich. Ich habe vorher von Ice Moon Moon die Rezepte gehabt und ich finde die einfach viel besser. Die Granny's Cookbook Sachen. Es ist wirklich, wirklich toll. Ach, wie süß. Das ist ja voll süß, das Spiel. Sweet, ihr beiden. Kann ich mal ein Foto von euch machen? Die ganzen süßen Momente einmal festhalten. Okay. Sweet. Hochzeitstorten kann man auch machen. Stimmt, aber die muss man sich runterladen. Ja. Ich lese den dritten Teil von Blood and Ash und esse Suppe von Oma. Oh, geil. Suppe ist immer gut, vor allem von Oma. Blood and Ash kenne ich gar nicht. Ist das gut? Ist das ein gutes Buch oder eine gute Buchreihe? Oh, ein Alien.
Vor allem ist das für Storytelling auch cool, weil Gender-Reveal-Kuchen gibt. Ja! Das ist mega cool. Das habe ich ja mit... Haben wir das mit Siri gemacht? Ich glaube, als sie mit Nigel schwanger war, habe ich den Gender-Reveal-Kuchen benutzt. Und dann schneiden die den an. Also du kannst halt vorher auswählen, ob du die pinke oder die blaue Version möchtest. Funktioniert halt nicht so gut, wenn es Zwillinge sind mit unterschiedlichen Geschlechtern. Deswegen habe ich es in der Crybaby Rooms Challenge nicht gemacht. Aber wenn es ein Kind ist, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann schneiden die das auf und dann kriegen die sogar ein Moodlet, so It's a Boy oder It's a Girl. Das ist richtig cool. Okay, wir haben Isabel schon überzeugt. Perfekt. Das ist so ein Fantasy-Spicy-Buch. Weiß nicht, ob du sowas gerne liest. Ich finde es bis jetzt richtig gut. Ich muss später mal googeln und mir die Zusammenfassung durchlesen. Sehr nice. Wie geht's unserem Kind? Super. Kannst du noch was machen? Guck mal, spiel doch mal mit Puppen. Ist hier noch was er machen kann? Nee, ne? Kann er hier schon drauf? Nee. Schade, aber wenn er ein Kind ist, dann können wir wiederkommen. Und dann können wir hier richtig viel spielen. Das wird richtig toll. Ihr beiden spielt immer noch. Kannst du danach Freundschaftsarmbänder knüpfen? Süß! Oh mein Gott, wie cool. Zickzackmuster in Regenbogenfarben, das nehmen wir. Das machen wir danach. Mhm. Sehr cool. Okay. Anscheinend passiert bei den Katzis nichts mehr, dann kann ich auch hier hinrutschen. Oh, sie muss auf Klo. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ups. Naja. Wie cool. Die Interaktion habe ich noch nie gesehen. Und jetzt knüpft sie Freundschaftsarmbänder. Das machst du ganz toll, Sophia. Aber kann man da auch was sehen? Ich würde ja gerne einen Screenshot machen, wo es nicht nur Wolken sind. Kann sie das dann Siri auch wirklich schenken? Das wäre ja richtig cool. Ich finde es aber schade, dass man diese Gesellschaftsspiele nur an dem extra Tisch spielen kann. Ja, das dachte ich mir auch schon. Ich hätte das halt auch gerne. Aber dann müssen wir uns für zu Hause noch so einen Tisch kaufen. Was ist denn jetzt mit dir los? Die Blase eines Sims versagen. Oh nein, Siri, war das deine Blase? Oh, scheiße. Oh nein, Siri. Oh, und sie muss auch schon lange arbeiten. Kannst aber ganz schnell duschen gehen. Oh Gott, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh Gott, Siri, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott, falsche Einstellung, weil sie nicht zur Arbeit gegangen ist. Die Arbeit zu schwänzen kann ein kurzes Glücksgefühl auslösen, aber für korrekte Sims ist es beschämt. Siri, I'm so sorry. Ich habe einfach gar nicht auf die Zeit geachtet. Es tut mir so leid. Kannst du dir eben schnell einen Snack nehmen und dann musst du dringend zur Arbeit? Oh mein Gott, ich wollte doch, dass sie heute befördert wird. Oh mein Gott, bitte Siri, bitte mach schnell. Was macht sie jetzt? Sie geht auch auf Flo, okay. Oh, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh nein, Siri ist nicht zur Arbeit gegangen. Wenn sie zu oft fehlt, sinkt ihre Jobleistung. Aber wir gehen ja gleich. Wir gehen ja gleich. Wir werden heute nicht befördert. Oh mein Gott. Kannst du bitte schnell danach zur Arbeit gehen? Bitte. Ganz schnell. Vivi Kiwi, vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. Siri, schnell, bitte geh schnell zur Arbeit. Bitte, bitte, bitte. Dafür muss Siri auch eins kämpfen. Okay, aber so, das, ja, dann, kaufen wir wahrscheinlich gleich eins. Was machst du denn jetzt im Baumhaus? Relaxen, okay. Mitten in einer Midlife-Crisis hat Sophia beschlossen, dass Comedy ihr Ding ist und sie mehr Zeit darauf verwenden möchte. Okay, alles klar. Freundschaftsbändchen austauschen. Okay, dann müssen wir gleich mal noch ein Freundschaftsbändchen mit Siri knüpfen. Dann kaufen wir das wahrscheinlich doch. Bist du immer noch nicht zur Arbeit? Geh doch bitte. Lass das Kind in Ruhe. Lass Nigel los. Geh bitte einfach nur zur Arbeit. Siri, lass das Kind hier. Lass doch das Kind jetzt hier. Was machst du denn? Du machst mich fertig. Bitte geh einfach arbeiten. Wir wären heute einfach befördert worden. Es tut mir so leid, ich hab's verkackt. Kann man nicht anders sagen, ich hab's einfach verkackt. Ich guck mal, ob ich wegen des Tisches einen Hack finde. Das wäre cool. Das wäre cool. Siri ist zur Arbeit, ja toll. Oh Gottchen. Sophia, kannst du bitte auch nach Hause gehen? Und danke für deinen Lurken. Ganz viel Spaß beim Sims-Spielen, Sandy. Oh mein Gott. Spielst du irgendeine Challenge oder spielst du einfach nur so? Wie kann man denn sich so schlecht um seine Sims kümmern?
Bindungsarm. Hack gefunden. Und? Was ist der Hack? Was muss man machen? Kann man diese Gesellschaftsspiele kaufen? Es gibt ja auch so Spielestapel. Ist das der Hack? Weil ich würde gerne auch Spiele kaufen. Wie kann man sich so schlecht um seinen Sim kümmern? Es tut mir so leid, Leute. Ich war so fest davon überzeugt, dass Siri heute befördert wird. Es tut mir so unglaublich leid. Es ist echt schlimm. Aber das Piepen kommt nur, wenn wir zu diesem Grundstück reisen. Ich glaube, das ist von diesem Grundstück. Okay, Nigel, du bist auch da. Wie geht's dir? Schlecht. Zurückgelassen. Aber Sophia ist doch da. Ich weiß, dass Sophia nicht dein Elternteil ist, aber Sophia kann sich jetzt mal um dich kümmern. Guck mal, Sophia erzählt dir jetzt eine Geschichte und dann wird Sophia dich mal knuddeln und trösten, dass deine Mama nicht da ist. So, und Siri, kannst du vielleicht fleißig arbeiten? Bitte, wir brauchen diese gute Arbeitsleistung. Hallo Sophia und hallo Raiders. Schön, dass ihr da seid. Wie war euer Stream? Ihr habt auch Sims gespielt, oder? Mal eben den Shoutout machen. Okay, Shanti hat schon einen Shoutout gemacht. Dann mache ich eben nochmal den anderen hinterher. Vielen, vielen Dank, Shanti. Moment. Bevor ich das nämlich jetzt falsch mache, mache ich mal eben kurz den Shoutout. Was habt ihr denn Schönes gemacht in Sims? Ich sehe, ihr habt auf jeden Fall schon mal Sims gespielt. So. Hallo Sophia erstmal, hallo Hanna, hallo Lord Targaryen, Grüße zurück und sehr gerne, also schön, dass ihr da seid, wir spielen die Legacy Stories Challenge in der dritten Generation, über den Command Legacy Stories könnt ihr auch die Regeln aufrufen, ich mach das mal eben, und den Stammbaum, da ist glaube ich unser letztes Kind noch nicht drin, also Nigel ist noch nicht drin, aber ihr könnt unseren Hauptsim sehen, das ist Siri, die gerade mit eingepinkelter Hose bei der Arbeit ist. Sie ist nämlich schwanger und heute wird unsere dritte Generation geboren. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr darüber. 100 Baby Challenge, nice. Sehr nice. Und war es stressig? Bei wie vielen Kindern seid ihr jetzt? Bei wie vielen Kindern seid ihr? Ja, Sophia, kümmere dich doch bitte mal um... Ach so, ja, richtig. Und die Freundin von Siri ist nicht irgendein Sim, es ist Sophia. Tada! Ist ja gar nicht Sims 3. Nee, wir spielen die Sims 4 Legacy Stories Challenge. Hab nur 3 gelesen, dachte, du spielst Sims 3. Achso, nee, nee, ich spiele Sims 4. Genau, also bei mir gibt's aber sonst auch Sims 3. Da spielen wir auch eine Legacy Challenge, die Starworld Legacy. Und sonst spielen wir in Sims 4 die Legacy Stories Challenge und die Black Widow Challenge. Und halt auch noch andere gemütliche Spiele oder manchmal auch ein bisschen Horror, ja. Aber in der Legacy Stories Challenge ist tatsächlich Sophia im letzten Stream, glaube ich, oder im vorletzten, die feste Freundin von unserem Hauptsim Siri geworden. Und die beiden haben jetzt auch ein Wissenschaftsbaby gemacht, mit dem Siri gerade schwanger ist. Ja, aber ansonsten hat Sophia tatsächlich eine Midlife-Crisis. Die geht noch 6 Tage und 3 Stunden. Sie möchte Freundschaftsbändchen austauschen, da arbeiten wir gerade dran. Aber ich habe gesehen, wir müssen, also ich habe gesagt bekommen, wir müssen das Freundschaftsbändchen von 2 Sims knüpfen lassen. Deswegen muss Siri auch noch eins machen. Sie möchte irgendwie mit dem Lautsprecher sich anfreunden, sich mit dem Hasen anfreunden und heiraten. Also werden wir wahrscheinlich in den nächsten Sim-Tagen auch noch eine Hochzeit feiern, weil wir dann innerhalb von 6 Tagen das erfüllt haben müssen. Ja. Achso, und mit Kind Nummer 8 seid ihr auch schon schwanger. Crazy. Also noch 92, dann habt ihr es geschafft, ne? Endlich bin ich Endgame. Yes. Und du hast einfach direkt nach dem Einzug eine Midlife-Crisis gekriegt. Ja. Lief einfach gut. Also, Sophia, kannst du bitte mal Nigel ins Bett bringen? Lies mal Nigel in den Schlaf. Und Nigel, du musst jetzt wirklich schlafen gehen. Bitte. Bitte. Wird Siri befördert? Nein. Oh, bitte. Warum wird sie denn nicht befördert? Jetzt ist sie wieder zu Hause. Toll. Aber morgen. Wenn sie morgen arbeiten geht, wird sie befördert. Wobei, morgen kriegen wir wahrscheinlich unser Baby, oder? 3. Trimester in 4 Stunden. Okay, vielleicht könnten wir es sogar schaffen, dass sie vor der Entbindung noch arbeiten geht. So ganz Workaholic-Style. Vielleicht ist das möglich. Dann kann Sophia nochmal eben Snack essen und dann... Sophia ist vegetarisch. Dann kann sie schlafen gehen. Und hier ist das Freundschaftsbändchen. Ein Freundschaftsbändchen, das darauf wartet, einem besonderen befreundeten Sim übergeben zu werden. Okay. Dann kaufen wir nochmal ein Freundschaftsbändchen-Set für Siri, dass sie das auch machen kann.
Ich weiß nur nicht, wo ich das am besten hintue. Wo lässt man denn so ein Freundschaftsbändchen-Set? Wir haben jetzt auch wieder genug Geld. Das heißt, wir können eigentlich auch den zweiten Schrank wieder kaufen. So. Die hatten wir nur verkauft, weil wir pleite gegangen sind. Aber Sophia hat bei ihrem Einzug zum Glück einiges an Kohle mitgebracht. Deswegen können wir das jetzt wiederholen. Mein CC lädt nicht. Super. Ach, das ist die gleiche Pflanze wie die. Nee, da möchte ich eine andere. Ja. So. So, und dann möchte ich hier gerne die Freundschaftsbändchen reinmachen. Müssen die auf dem Tisch stehen oder können die auch im Regal stehen? Freundschaftsset BFF. Ah, es kann auch im Regal stehen. Sehr schön. Und den Spieletisch wollten wir holen. Vielleicht stellen wir den irgendwo im Garten. So viel Platz haben wir jetzt im Garten auch nicht mehr. Aber so ein kleiner Spieletisch geht schon. Wo finde ich den denn? Mega tolles Freundschaftsset. Vielleicht, wenn ich über das Pack gehe. Achso, im Prinzip den Tisch ganz klein machen und unter den Esstisch stellen. Dann sieht es so aus, als würden die am Esstisch spielen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber kann sie den Esstisch dann noch ganz normal benutzen? Also wenn ich das jetzt praktisch da drunter mache, kann sie den Tisch dann trotzdem noch benutzen? Oder ist der Tisch dann verbuggt? Ist das eigentlich dieser Lautsprecher, von dem die... Nee, das ist ein anderer Lautsprecher. Spiele. Oder wie heißt der? Spieletisch. Ups. Spiele. Tisch. Ah ja, Spiele sind mega. Ja gut, kleiner als so geht er nicht. Hast du gehört? Soll Snitchel ins Bett bringen? Ja, in der Tat. Zwei Stühle werden dann, glaube ich, funktionslos, weil die sozusagen an den Spieletisch stehen. Ach so. Ja, kommt, egal, das ist mir zu anstrengend. Wir stellen den einfach in den Garten. Wir stellen den einfach in den Garten. So, wir weg damit kurz und dann holen wir jetzt ganz normalen. So. Ich überlege nur gerade, wie wir das am besten machen. Vielleicht drehe ich den dann einfach mal. Das gefällt mir alles nicht. Oder wir erweitern den Garten ein Stückchen. Ach, das geht nicht. Oder? So. Aha. Okay. Das war doch gar nicht so schlecht. Dann können wir das nämlich so machen, dass der Esstisch hier steht und den Spieletisch stellen wir dann einfach hier hin. Okay. So langsam habe ich einen Dreh raus. Okay. Der Garten sieht jetzt ein bisschen traurig aus. So, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Stühle. Stühle, Stühle, Stühle. Gibt es da Spielestühle für? Die sind eigentlich auch ganz süß. Aber mal gucken, welche Stühle dazugehören. Sind die das? Nee. Wo sind die Stühle dazu? Ich doof? Wechsel mal eben an den Lappy, bis gleich. Alles klar, Sophia, bis gleich. Weiß jemand von euch, ob man die Pregnancy Mod von Little Miss Sam wieder benutzen kann? Welche Pregnancy Mod von Little Miss Sam? Was macht die? Welche ist das? Die geht, nutzt
Sophia nutzt die auch. Aber welche Pregnancy Mod ist das denn? Ich habe auch einige von Little Miss Sam. Ich nehme jetzt einfach die Stühle, passt schon. Können die da zu viert dran spielen? Ich hoffe. Ja. Okay. Den Tisch noch ein bisschen bräunlicher? Nee. So. Das ist doch süß. Okay. Gut, dann haben wir jetzt alles. Da bin ich jetzt fertig. Super. Okay. Und Siri, dir geht's wahrscheinlich nicht so gut, ne? Nee, Siri ist total müde und hat auch ein bisschen Hunger. Dann nimm du mal den Rest vom Boden einen Topf und dann kannst du schlafen gehen. So. So. Ach, die mit dem kleineren Bauch. Also ich habe die auch drin, aber ich habe das Gefühl, bei mir funktioniert sie nicht. Also ich habe das Gefühl, meine Sims haben halt gar keine kleineren Bäuche. Isabelle nutzt die, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, Isabelle, geht die bei dir wieder? Brauchst nur den Injektor. Den habe ich. Also den habe ich auf jeden Fall drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die meine Sims-Bäuche sind trotzdem größer als sonst. Als ob du dir schon wieder das Bohnending genommen hast. Mensch, Sophia, ich habe doch extra auf das, ich hab auch extra auf den Kuchen geklickt. Also irgendwie sabotiert diese Frau sich, aber auch selber, habe ich das Gefühl. Das ist doch nicht dein Ernst. Und sie hat auch die Angst vor Erdbeben. Erdbeben. Das tut mir sehr leid, Sophia. Aber für das Fleisch konnte ich diesmal wirklich nichts. Das war nicht meine Schuld. Und Siri geht's halt super schlecht. Es tut mir so leid, Siri. Es tut mir so unglaublich leid. Nigel, bitte geh auch schlafen. Bitte geh schlafen. Bitte. Er ist halt einfach gar nicht müde. Aber egal, du musst jetzt schlafen, Nigel. Bitte. Bitte lass deine Mamas schlafen. Geht bei mir auch nicht. Ja, bei mir nämlich auch nicht. Und ich habe diesen Injektor. Bin back. Welcome back, Sophia. Die Ultraschallmod haben wir auch wieder zum Laufen gebracht. Also die Ultraschallmod habe ich noch nicht benutzt. Weil ich halt den Ultraschall von der Realistic Childbirth Mod nutze. Nee, geh bitte nochmal. Achso, es ist schon, ach ja, es ist ja schon seine Wegzeit. Weil ich die Realistic Childbirth Mod dafür nutze. Ich weiß gar nicht, ob die gehen würde. Müsste ich mal austesten. Würde mir in Real Life halt niemals passieren. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwas mit der Midlife Crisis von Sophia zu tun hat, weil ich habe extra auch drauf geklickt, dass sie sich Kuchen nehmen soll. Weil das die vegetarische Option gewesen wäre und sie hat es halt einfach ignoriert. Vielleicht ist es auch von der Midlife Crisis, keine Ahnung. Aber sie möchte auf jeden Fall innerhalb der nächsten 6 Sim-Tage heiraten. Das heißt, wenn unser Baby dann irgendwie ein Säugling oder so ist, dann muss Sophia mal hier einen Antrag rausschmettern. Damit wir heiraten können. Das ist Sophias Ding mit dieser Art von Mod. Welches Ding mit dem Ultraschall? Ich finde tatsächlich den Ultraschall von der anderen Mod besser. Also klar, da muss man halt mitgehen, aber da kriegt man dann halt zwei Bilder. Einmal im ersten Trimester, halt so eins mit so einem kleinen drauf und dann halt eins, wo das Baby wirklich ein Baby ist. Und das finde ich sehr, sehr cool. Okay, Siri. Ach nee, das ist nicht Siri. Sophia ist wach geworden. Und Freund. Oioioi, okay. Hau die Tür noch mehr zu. Siehst du, geht doch mit dem Kuchen. Was ich bei der Belly Mod komisch finde, dass das normalerweise ja noch weitere Aspekte hat, also dass die Sims mehr machen können oder so. Das war im Download-Ordner nicht genommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das funktioniert noch, weil ich habe letztens ein Sim im zweiten Trimester Yoga machen lassen und das hat noch funktioniert. Hast du schon einen Namen für das Baby? Also es stehen welche im Raum, weil wir wollen ja unsere Tradition fortführen, dass die nach Sprachassistenten benannt sind, weil Siri und Alexa waren ja schon unsere ersten 2 Generationen und deswegen stehen entweder Cortana oder Mercedes im Raum. Und wenn wir gleich die Geburt einleiten oder wenn Siri halt das Kind gebärt, dann werden wir nochmal abstimmen, ob es Cortana oder ob es Mercedes wird. Und je nachdem, welcher Name es nicht wird, das wird dann halt die 4. Generation. Ich habe mal ein Bild in Discord geschickt wegen dem Spieletisch. Nice, schaue ich mir später mal an. Von welcher Mod ist das bei dir mit dem Ultraschall? Die Realistic Childbirth Mod ist das. Da kannst du
dann da, wo man den Geburtshelfer und sowas anruft, da kann man dann eben sagen, dass man einen Ultraschall haben möchte, genau. Und dann kann man halt auch zweimal hingehen. Kannst du auch pro Trimester machen, den Ultraschall. Ja, genau. Also ich habe im ersten Trimester einen Ultraschall gemacht und im zweiten. Ja. Ich bin nur Hilfe, dass die wieder laufen. Ach so, okay, ja. Dann bin ich für Mercedes. Ja, wir stimmen einfach gleich mal ab, würde ich sagen. Ich finde Mercedes auch einen sehr coolen Namen. Siri, kannst du mal putzen? Wobei, wir lassen Sophia einfach putzen, die ist ja eh schon dabei. Ah ne, nicht Verschmutzungsgrad prüfen. Kannst du mal putzen? Ja, danke. Weil deine schwangere Freundin muss das nicht machen. Ach Siri, was hat sie eigentlich als Aufgabe? Videospiele spielen. Können wir das nochmal eben machen, bevor du arbeiten musst? Geh mal hin. Spiel mal Videospiele, bitte. Ja, was spielen wir jetzt? Das. Soll ich die Abstimmung machen? Kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Kannst du gerne machen. Im dritten geht's auch. Sieht das Bild dann nochmal anders aus? Oder sieht das Bild dann genauso aus wie beim zweiten Trimester? Weil das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, es gibt nur zwei verschiedene Bilder. Während der Geburt geht es auch, einen Ultraschall zu machen. Hab das mal getestet. Ne. Echt? Und sieht das dann anders aus? Shanti hat nur Emote-Chat erhalten. Okay. Leute, wir machen jetzt nur mal Emote-Chat. Ihr könnt alle eure Emotes reinballern. Moment. Muss mal kurz aktivieren. Mal kurz suchen. Einen Augenblick, Shanti. Jetzt verwirrst du mich gerade. Halt, stopp. Ach, Isabel hat schon nur Emote-Chat angemacht. Vielen Dank. Wollte das schon mal machen. Alles klar, dann ballert mal alle eure Emotes rein. Alle Emotes, die ihr habt, eure Lieblings-Emotes, rein damit. Yes. Alle Emotes. Immer schön her mit den Emotes. Immer schön her damit. Ich weiß gar nicht, wie lange der Emote-Chat jetzt läuft. Ich stelle mal einen Timer auf. Weiß ich nicht. 1 Minute? 2 Minuten? Wir machen mal zwei. Wir machen mal 2 Minuten Emote-Chat. Ballert alle eure Emotes rein. Los geht's. 2 Minuten ab der Zeit. Alle Emotes. Wow. Oh mein Gott, ich lieb's. Es sind so coole Emotes dabei. Und eine Abstimmung läuft. Ihr könnt auch gerne mal jetzt mit abstimmen, was der Babyname werden soll. Ob unsere dritte Generation Cortana oder Mercedes heißen soll. Schön Emotes reinballern. Und, das sind so süße Emotes. Ja, Retro-Musik meinetwegen. Emotes reinballern und schön hier abstimmen. Und White Katana. Auch coole Emotes. Sie sehen auch mega cool aus. Ach, das sind deine eigenen. Mega cool. Und schön, dass du da bist natürlich. Und Isabelle, oh mein Gott, die sind auch so süß. Rosis Emotes sind auch mega, mega niedlich. Wie süß. Oh, Konzentration ist es wahrscheinlich, der Emote. Der sieht auch cool aus. Sehr nice, sehr nice. 1 Minute habt ihr noch. Was habt ihr noch für coole Emotes? Zeigt mir alle. Zeigt mir alle eure Emotes. Spiel weiter, Sigri, bitte. Wir haben hier Videospiele zu spielen. Das ist wichtig. Wichtige Dinge. Was hat sie hier? Die Zeit wird knapp, weil über das Leben nachgedacht hat. Das Leben plätschert einfach so dahin und Sophia hat das Gefühl, eine Menge nachholen zu müssen. Versuche ein paar Punkte von ihrer Midlife-Crisis-Liste, To-Do-Liste aus der Bestrebenleiste zu erledigen. Ja, Sophia, also erstmal Mut fühle ich das Problem, aber ich beeile mich ja schon. Ich gebe mir ja schon Mühe. Wo habe ich das hingetan? Da. Dann kannst du danach mal ein freundliches Bändchen knüpfen. So. Wie cool. Ich freue mich schon auf meinen Mondkalb-Raid-Emote. Oha, Sophia, einfach eiskalt Wörter reingepostet. Ich glaube, das geht, weil du Mod bist, oder? Weil du Mod bist, kannst du, glaube ich, auch was anderes als Emotes reinposten. Aber ja, ein Mondkalb-Raid-Emote ist bestimmt cool. Hast du den extra einen Auftrag gegeben? Ja, also echt, Sophia, das, was Shanti sagt, Emote-Chat. Okay. Das war der Timer. Vielen Dank fürs Einlösen, Shanti. Isabelle. Du hattest das so toll gemacht. Wärst du so nett, den Emote-Chat auch wieder zu deaktivieren? Vielen Dank. Perfekt. Super. Einmal Isabelle loben. Einmal Mods loben. Moment, ich glaube, ich habe den Command sogar, oder? Moment. Mods loben, habe ich den? Ja. Vielen, vielen Dank. Wird extra für mich gemacht. Sehr nice, sehr nice. Bin wieder da. Welcome back. Du hast den Emote-Chat verpasst. Okay. Sophia, was stehst du draußen im Regen? Kannst du dich mal nützlich machen? Hilfe, es ist alles so stressig. Du hast ein bisschen Hunger, aber es geht so. Es ist nicht so schlimm. Wo ist unser Kind? Nigel? Nigel! Was macht ihr denn da? Sophia, bitte.
Kannst du Nigel vielleicht mal die Windel wechseln? Danke. Oh, schwierig. Isabel loben. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Isabel loben. Wie sieht es bei dir aus? 75% erledigt. Mach schneller, Siri. Aber wenn sie das hat, dann können wir das Freundschaftsbändchen nochmal knüpfen. Und dann muss Siri halt auch dringend was essen. Okay, perfekt. Knüpf mal das Freundschaftsbändchen und dann... heute ist Wellness-Tag. Eigentlich müssten wir das mal nutzen. Dann isst sie erstmal noch ein Stück Kuchen. Und dann gehen wir vielleicht mal in ein Wellness-Center mit den beiden. Ja, finde ich gut. Heute ist nämlich Wellness-Tag. Was macht Sophia denn da? Das frage ich mich jeden Tag. Ja, ich weiß auch nicht, was Sophia da gemacht hat. Hast du Nigel jetzt gewickelt? Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Kannst du ihn nochmal baden vielleicht? Na, irgendwie ist er immer noch dreckig. Nigel baden. Und genau, also wir müssen heute backen, eine Massage erhalten, eine Yoga-Übung machen, in der Sauna entspannen und im Whirlpool sitzen. Okay, hast du jetzt auch ein Freundschaftsbändchen? Ja, perfekt. Gut, dann können wir die Sachen nämlich gleich abhaken von der Liste. Was haben wir noch? Ach, dieser Lautsprecher Heinz. Ich habe diesen Lautsprecher noch nie in meinem Leben gesehen. Warum sind die Dinger hier oben eigentlich leer? Das sieht ein bisschen doof aus, aber egal. Heinz. Hieß der nicht so? Keine Ergebnisse gefunden. Okay, der intelligente Lautsprecher Heinz. Welcher ist es denn? Kaffeewandlautsprecher? Ist es einer von dem Pack? Gibt es da mehrere? Welcher ist denn Heinz? Balllautsprecher? Mercedes hat gewonnen. Cool. Mega. Vielen, vielen Dank an alle, die mit abgestimmt haben. Sehr, sehr nice. Das heißt, unsere dritte Generation heißt Mercedes und unsere vierte heißt Cortana. Sehr cool. Ich stelle nur noch die Säuglinge, dann ist meine Familie fertig. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt auf deine Family. Wo ist denn der? Relatable, ja. Hab selber vergessen abzustimmen. Aber trotzdem hat Mercedes gewonnen. Ist doch super. Ach, der ist das. Ja, der ist aber auch ein bisschen hässlich, ne? Der ist auch ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Ich will den nicht. Ich will den nicht in meinem Haus haben. Wir stellen ihn mal da ab. Kannst du dich danach mit ihm anfreunden? Einen Witz bitten und dann könnt ihr ein Quiz spielen. Warum sitzt du denn hier draußen im Regen? Ich glaube, Siri hat auch eine Midlife Crisis. Kann das sein? Nee, sie ist nur schwanger. Okay. Aber heute wird sie hoffentlich befördert. Das wäre so toll. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Es wird ein Mädchen. Es wird ein Mädchen. Und mit dem Mädchen werden wir dann auch die nächste Generation spielen. Ich weiß nicht, ob der Säugling Haare bekommen soll, weil er ist ein Alien. Oh, schwierig. Schwierig. Ich weiß nicht. Also Chat, wie macht ihr das, wenn ihr mit Säuglingen spielt? Beziehungsweise mit Aliens. Ich habe noch nie mit Aliens gespielt und ich wüsste gar nicht, ob ich denen Haare geben würde. Das ist eine wirklich gute Frage. Kannst du hier nochmal dich ein bisschen kreativ austoben? So. Freunde dich jetzt mal mit diesem Lautsprecher an. War es das jetzt? Ah ja, nee. Anfreunden. Kauf einen und beginne mit ihm zu sprechen. Okay, müssen wir also mehr mit dem sprechen? Das ist ja mega gruselig. Bestellung. Ne, der kann Pizza bestellen? Okay, Sophia bestellt jetzt einfach Pizza über den Lautsprecher. Wie geil. Quiz spielen. Nochmal ein Witz. Die Pizza ist unterwegs. Sie wird bald ankommen. Was? Man kann über den Lautsprecher eine Pizza bestellen? Warum wusste ich das nicht? Ich habe noch nie in meinem Leben diesen Lautsprecher benutzt. Ich glaube, ich gebe normalerweise meinen Aliens Haare, aber ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt auch welche geben soll oder nicht. Ja, schwierig. Schwierig. Also ich glaube, ich würde das davon abhängig machen, ob es zu dem Säugling passt oder nicht. Ob er Haare hat. Ich bleibe auf Realismus, keine Aliens. Ja, ich spiele halt auch meistens sehr realistisch, halt ohne irgendwelche okkulten Sims. Deswegen mag ich das Star Wars Pack auch nicht. Also ich habe das zumindest auch nicht. Und werde es mir auch wahrscheinlich nie holen. Oh Gott, jetzt ist ja einfach Bekannte mit dem Lautsprecher. Aber eigentlich fände ich es mal ganz nice, mit okkulten Sims zu spielen. Zumindest so Vampire oder Magier oder so. Also in der Black Widow Challenge spielen wir auch mit einer Magierin. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Ich gebe immer Haare. Ja.
Ja. Aber dafür 100% FSK 18. Ja, ist ja auch Realismus. So, Sophie hat jetzt erstmal eine Pizza bestellt. Sehr schön. Kannst du die auch nach drinnen bringen? Okay. Und jetzt würde ich aber gerne mit euch ins Wellness-Center gehen, sonst schaffen wir das nämlich wieder nicht. Ihr seid ja fertig mit allem, oder? Okay, dann gehen wir jetzt schnell ins Wellness-Center. Wir nehmen Nigel aber nicht mit, die machen jetzt einfach so einen Spa-Day. Wobei, können die ein Date im Wellness-Center haben? Moment. Sophia, kannst du Siri um ein Date bitten? Wie war das nochmal? Weil sie hat ja noch ihr Bestreben Seelenverwandter. Dann, oh mein Gott, sie kann Jaden einfach um ein Date bitten. Ne. Dann können wir das vielleicht auch noch mit einer Verabredung abschließen. Ich gebe ihm jetzt so lockige Haare. Mach das, mach das. Fühle ich, ja, Shanti fühlt es. Shanti ist unsere Queen of FSK 18 hier. Wobei ich ja tatsächlich auch Basemental mit drin habe hier. Also da sind wir eigentlich auch FSK 18 unterwegs. Ein Wellness Center. Wo habe ich denn ein Wellness Center? Mein Sim hat als männliche Dirne angefangen und ist jetzt ein Maler und Innendesigner. Er hat Kinder aus der Foster-Mod. Oh, die Mod kenne ich gar nicht. Die Mod kenne ich gar nicht, aber klingt nach einer sehr wilden Story auf jeden Fall. Desert Bloom Spa Hotel. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ich möchte einfach nur in so ein kleines Spa gehen. Ich trage diesen Titel mit Stolz. Ja. Ja. Hier. Salon, Spa und Yoga. Das klingt doch gar nicht schlecht. Mal gucken, wie das so ist. Die Basemental Mod ist meiner Meinung nach die geilste Mod, da es das Spiel noch realistischer macht. Yes. Ich finde die auch sehr, sehr nice. Also wir haben die in der ersten Generation exzessiv genutzt. Das war auch von den Regeln so gewollt. Unsere erste Generation war durch und durch FSK 18. Und es war sehr, sehr cool. I am back again. Welcome back, Jenny. Guess who's back? Jenny's back. Deine Welt sieht so cool aus. Das sind Overrides. Also die verändern halt deine Welten, deine Weltenansicht. Das ist auch in der Mods-Liste. Moment, ich muss mal kurz gucken. Müsste ganz unten unter ästhetische Mods sein. 10 von 150 sind wir geworden. Oh! Und einmal alle Missionen im DMZ geschafft plus entkommen. Ne! Und Linchen Bienchen, cooler Name. Vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich dich Linchen nenne. Meinte auch von den Grundstücken her. Ach so, ach so. Ja, ich glaube, ich habe einige aus der Galerie platziert und eben ersetzt. Also, Feiertag. Wir müssen eine Massage erhalten, Yoga machen, in der Sauna entspannen und im Whirlpool sitzen. Ich hoffe, Siri kann das überhaupt alles machen, weil sie ist ja hochschwanger. Mal eben gucken. Wenn wir das jetzt nicht machen können, wäre das richtig dämlich. Jo, okay, das kann Siri nämlich schon mal nicht machen. Und Yoga kann sie auch nicht üben, oh Gott. Oh, dieser arme Sim. Okay, dann werden wir jetzt mal stattdessen mit Siri flirten. Oh Gott. Das war so dumm. Ich wollte, dass die beiden einen Wellness-Tag verbringen, damit Siri sich ein bisschen entspannen kann. Und im Endeffekt kann sie halt einfach gar nichts machen, weil sie schwanger ist. Egal. Dann werden wir mal nochmal bitten, das Baby fühlen zu dürfen. Und Händchen halten. Verführerisch flüstern. Sophia ist ein Geek, ja. Bezweifeln, Vater von Siris Kind zu sein. Ja, das kannst du gerne mal bezweifeln, aber das ist, ja, ihr habt ein Wissenschaftsbaby gemacht. Du bist tatsächlich der Elternteil davon. Und jetzt ist sie wieder genervt, okay. Aber steht das hier irgendwo, dass sie zusammen ein Kind hatten? Nee, ne? Beste Freunde, feste Freundin? Nö. Ein Dach, eine Familie. Seit Sophia und Siri unter einem Dach leben, fühlen sich einander näher als je zuvor. Das habe ich ja noch nie gehabt. Das ist ja mega cool. Aber schade, dass hier nicht steht, dass sie ein Kind zusammen hatten. Naja. Und Aileen, auch dir vielen, vielen Dank für dein Follow und schön, dass du da bist. Und Adoptivfamilien sich melden können zur Adoption. Ach, das ist ja richtig cool. Damit habe ich auch noch nie gespielt, tatsächlich. So, aber ich glaube, dann lassen wir Sophia mal ein bisschen Yoga machen. Wenn schon, denn schon. So,
Geh mal Yoga üben. Und Siri kann ja stattdessen vielleicht eine Massage oder so bekommen. Hier, da ist doch jemand. Geh doch mal Masseur anfordern. Aber hier ist doch schon ein Masseur. Kann ich ihr sagen, dass ich gerne eine Massage hätte? Dienst anfordern. Aha. Eine Tiefenmassage. Das machen wir jetzt. Okay. Wow. Tolle Yoga-Musik hier. Wirklich toll. Habt ihr eine Mod, die dir wahrscheinlich taugt? Healthy High Chair von Sims for Me. Bienchen, da können deine Sims den Toddlern gesunde Gerichte im Hochstuhl geben. Das ist cool. Hast du einen Link dazu, Shanti? Ja, ist okay. Perfekt, Linchen. Freut mich sehr. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich brauche Hilfe beim Namen. Ich will entweder Aiden oder Jamie nennen und ich weiß nicht, welches der beiden. Ich finde beide cool. Finde ich beide cool. Ist auch von der Little Miss. Ach, Little Miss Sam hat auch eine Foster-Mod. Krass. Ja, Little Miss Sam hat ja mega, mega viele Mods. Ich habe auch einige von ihr im Spiel. Warum ist diese Musik so laut? Können wir das ein bisschen leiser machen? Ich höre mich gar nicht. Wo kommt die Musik her? Ich glaube, wir müssen jetzt diese Yoga-Musik hertragen. Die ist einfach lauter als alles andere. Okay. Okay, das hat Siri auf jeden Fall verdient, dass sie jetzt erstmal eine Massage hier kriegt, eine tiefe Massage. Das müsste das dann, glaube ich, auch erfüllen. Ja, eine Massage ist erfüllt. Können wir noch was machen im Whirlpool sitzen? Ich bezweifle, dass sie das schwanger machen kann und ich bezweifle, dass es hier einen gibt. Und diese Yoga-Musik ist einfach so laut, ich muss das leider mal rausscrollen. Ja, ich hasse es, dich enttäuschen zu müssen, aber hier gibt es tatsächlich keinen. Dann wird stattdessen Sophia gleich mal auch eine Massage anfordern, denke ich, danach. Dienst anfordern, eine Fruchtbarkeitsmassage auf gar keinen Fall. Eine Sportmassage, so. Kennt sich jemand mit Wonderful Whims Mod aus? Ich hatte die tatsächlich mal drin, aber jetzt schon länger nicht mehr. Also je nachdem, was die Frage ist. Gibt keinen Link zu der Mod, nur zur allgemeinen Seite von Bienchen. Okay, einfach Healthy Highchair in die Suche eingeben. Vielen Dank, Shanti. Ich mach das schon mal auf. Ich speichere mir das mal für später. Ich nenne ihn jetzt einfach Aiden. Ich finde Aiden auch gut. Ich finde Aiden auch gut. Hab auch einen Sim, der so heißt. Ich finde Aiden ist auch ein sehr, sehr schöner Name. Hatte die drin und seitdem konnten meine Sims nicht mehr schwanger werden. Oh. Ich glaube, man kann da ja einstellen, ob das Fruchtbarkeitssystem überschrieben werden soll. Also dass praktisch dann das Wonderful Whims Fruchtbarkeitssystem genutzt wird und nicht mehr das vom Spiel. Und dass sie dann so fruchtbare Tage haben. Kann das sein? Macht das Sophia. Also das wäre jetzt das Einzige, was ich davon noch weiß. Da Verabredungen, Kontakte knüpfen. Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal machen. Sonst haben wir halt gleich die Verabredung komplett gefailt. Dann machen wir das gleich nochmal, wenn Sophia fertig Yoga geübt hat. Eine Yoga-Übung machen. Ach so, ich muss eine Übung machen. Oh, Moment. Eine Yoga-Übung machen. Mach mal familienfreundlich dann. Was macht Siri? Sie plaudert, okay. Kannst du vielleicht hier unten nochmal irgendwie eine Handmassage oder so kriegen? Warum ist das so laut? Ich krieg die Krise. Handmassage von Jaden. Und dann nochmal eine Fußmassage von Jaden. Okay. Guten Abend, Black Medusa. Ja, hallo, hallo, wie geht's dir? Danke, werde ich mal schauen. Sehr gerne. Also, das wäre das Einzige, was mir noch einfällt. Ansonsten weiß ich leider nicht. Ich will auch eine Massage haben. Same. Same. Ist einstellbar, wie du sagst, wegen der Fruchtbarkeit. Ja, das war auch noch das, was ich im Kopf hatte. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen raus, weil diese Yoga-Musik ist so laut und ich weiß nicht, aus welchem Lautsprecher die kommt. Nee, ich möchte nicht am Gehirn-Doping-Kurs teilnehmen, danke. Ach, Mist. Siri muss gleich zur Arbeit. Hast du das jetzt erfüllt? Nee, immer noch nicht. Mann! Nicht mal das kriege ich hin. Das wird einfach das schlechteste Date aller Zeiten. Können das Date gleich beenden und es ist einfach richtig schlecht gelaufen. Oh, da ist ein Blitz eingeschlagen. Also irgendwie habe ich den Dreh heute nicht so richtig raus, habe ich das Gefühl. Ich habe gehört, dass du dich mit Nigel angefreundet hast. Ja. Danke. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber okay. Und Siri, wie geht's dir? Nicht gut, Siri ist müde. Oh, shit.
Oh no, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja gut, da musst du jetzt leider müde zur Arbeit gehen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Geh schnell pieseln. Los. Okay, du musst arbeiten. Geh lieber arbeiten. Geh bitte arbeiten, Siri. Schnell. Schnell. Oh, einfach der Blitz eingeschlagen. Dann können wir die Verabredung jetzt auch beenden. War sehr schlecht. Verabredung nicht erfolgreich. Ja. Aber es galt als zur Verabredung gehen. Und das ist eigentlich alles, was ich wollte. Okay, und wenn du mit Yoga fertig bist, warum galt das jetzt nicht? Eine Yoga-Übung machen. Hä? Muss ich vielleicht eine Haltung einnehmen? Gilt es dann? Und danach kann sie nochmal um eine Massage bitten. Siri ist zur Arbeit perfekt. Eine Sportmassage. Ich zoome in der Zeit mal raus, das ist mir zu laut. Und den Song überspringe ich mal. Okay. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage, Black Medusa. Ich habe einen halbwegs schönen Towny gefunden. Wen, Shanti? Wen? Spielst du in deinem privaten Spielstand gerade weiter? Ich möchte unbedingt wissen, wer er ist. Wo ist Sophia hin? Da. Und sie hat Hunger. Okay. Die Zeit wird knapp. Ja, Sophia, ich gebe mir doch schon Mühe. Das mit dem Freundschaftsbändchen machen wir auch auf jeden Fall. Das habe ich heute irgendwie vergessen. Aber wir haben es auch mit dem intelligenten Lautsprecher schon versucht. Aber ich glaube, du musst wirklich Best Friends mit dem werden, oder? Ja. Tut mir leid. Was soll ich dir sagen? Okay. Massage erhalten. Wenn sie mit der Massage fertig ist, gehen wir auch wieder nach Hause. Kann Siri fleißig arbeiten? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Arme. Die pinkelt sich einfach gleich auf der Arbeit ein. Siri, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber du musst befördert werden. Wir müssen das schaffen mit Level 10. Wir wollen die höchste Karrierestufe erreichen. Und es schneit. Ist bald Weihnachten? Nee. Nee, es ist ja Frühjahr. Nee, es ist kein Weihnachten. Chilligen Sonntag und zack, Sims 4 spielen. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Das ist doch ein perfekter Sonntag. Die Spicy Legacy muss weitergehen. Was ist in deiner Spicy Legacy noch passiert? Was habe ich verpasst? Oh mein Gott, Siri, bitte streng dich an bei der Arbeit. Wir brauchen diese Beförderung. Du bist ja schon fertig, dann geh doch bitte nach Hause. Ich kann diese Yoga-Musik nämlich nicht mehr ertragen. Und theoretisch müsste am nächsten Morgen das Baby geboren werden. Unsere dritte Generation. Mercedes hatte gewonnen, kann das sein? Ja, ich glaube, Mercedes hatte gewonnen. Wie cool. Das wird richtig toll, da freue ich mich richtig doll drauf. Dieses Piepen. Kann mir jemand sagen, woher das kommt? Das ist immer nur, wenn ich zu unserem Heimatgrundstück gehe. Dann fängt es an zu piepen. Okay, Sophia. Schau mal, wenn du Hunger hast, dann kannst du jetzt mal was kochen. Mach mal. Fettuccine Alfredo in der Familiengröße, dann kann deine Freundin direkt mitessen. Nigel geht's, glaube ich, ganz gut. Ja. Nigel, schau mal, du kannst ein bisschen spielen vielleicht. Ach nee, halt, stopp, wir haben ja Pizza. Halt, stopp, 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 Sophia, stopp, 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 stopp. Stopp! Hör auf! Danke. Kann ich das wieder in den Kühlschrank ziehen? Nein, kann ich nicht. Na gut, dann wird sie das danach einfach vorbereiten. Kann Nigel auch Pizza essen? Ich glaube schon. Hat er Hunger? Nö. Dann spiel du doch mal hier nochmal damit. Vorm Studieren. Stapeln. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch ein Spielzeug. Ja. Als ob das jetzt keine vegetarische Pizza war. Tikka Masala. Oh mein Gott. Ach, Sophia. Du hast die Pizza doch selber bestellt. Warum ist es denn keine vegetarische Pizza? Mein Gott, dieser Sim. Tatsächlich noch nicht viel spicy. Das kommt noch. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich verstehe es nicht. Warum isst sie das denn ständig? Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Ja, es tut mir leid, Sophia. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum Sophia das die ganze Zeit macht und sie stinkt auch.
Gibt auch eine Mod von Bienchen, dass Veggies nur Veggie-Essen aus dem Kühlschrank nehmen, wäre eine Überlegung. Ja, vielleicht. Also, das Ding ist, keine Ahnung, ich habe halt nicht darauf geachtet, dass Tikka Masala nicht vegetarisch ist. Das war mein Fehler tatsächlich. Sorry, Sophia. Danach darfst du mal ein Schaumbad nehmen. Ach, da war es ja schon. So. Okay. Wie sieht es bei deiner Arbeitsleistung aus, Siri? Ja! Oh mein Gott! Stufe 10 incoming! Wir werden heute befördert, Leute! Wir erreichen heute die oberste Karriereleiter! Das wird mega! Ich hoffe, wir kriegen einen richtig guten Bonus. Isst du jetzt noch eine Portion? Das war eigentlich so nicht gedacht. Okay. Naja. Gut. Das Waschbecken ist auch dreckig, das kannst du nochmal sauber machen. Oh ja, okay. Sie ist aber immerhin glücklich. Nigel ist so süß. Guckt ihn euch mal an mit seinen Blöcken hier. Der kleine Fratz. Der kleine Fratz, er ist so süß. Ein bisschen schade, dass der Block nicht so aussieht wie die anderen bei der Animation, weil Cici ist, aber ist schon okay. Kein Problem. Oh mein Gott. Wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir einfach ein weiteres Ziel der Generation erfüllt. Das wird toll. Konntest du nur in Real eine Pizza und im Spiel? Was soll ich nur mit dir machen? Oh mein Gott. Aufkommende Technik. Lass einen Sim den höchsten Level in der Technik-Guru-Karriere erreichen. Yes! Siri hat ihren Vorsatz, befördert zu werden, umgesetzt. Lass Simoleons regnen. Perfekt. Befördert zur Champion-Gamerin. Siri wurde befördert und ist jetzt Champion-Gamerin. Sie verdient jetzt 88 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 432 Simoleons pro Stunde ergibt. Danke, Shani, für die Party. Danke, Shani, ja. Und die Spielmatte Bewegungssensor. Ihre nächste Schicht beginnt am Samstag um 16 Uhr. Yes! Sehr nice, Siri. Sehr nice. Welcome back. Oh mein Gott, und sie freut sich so, dass sie befördert wurde. Da vergisst sie direkt, dass sie eine Pause braucht. Super, Siri. Guck mal, du hast es jetzt auch verdient, nochmal eben ein Stück Pizza zu essen und dann kannst du schlafen gehen. Hier steht auch noch Pizza. Tu mal in den Kühlschrank. Und dann geh mal schlafen. Sophia kümmert sich schon um Nigel, hoffe ich. Und Nigel müsste eigentlich... Oh, Nigel hat auch Hunger. Du kannst ja auch Pizza nehmen, Nigel. Kein Problem. Guck mal hier, ein Stück nehmen. Und danach kann Sophia Nigel mal ins Bett bringen. Ach, wie cool. Pizza ist halt Liebe. True. Pizza ist halt Liebe. Und danke für die Erinnerung zum Speichern und die Erinnerung zum Trinken, Momo. Vielen, vielen Dank. Trinkt alle was mit, Leute. Trinken ist wichtig. Kommt auf die Pizza an. Nee, Pizza ist immer Liebe. Pizza ist immer Liebe. Oh Gott, sie ist so schwanger. Oh mein Gott. Aber, ach so, wir müssen unseren Geburtshelfer anrufen, ne? Wollen wir eine Hausgeburt machen? Oder wollen wir ins Krankenhaus gehen? Hausgeburt oder Krankenhaus? Sophia räumt ein bisschen auf, das ist auch sehr gut. Würde ich jetzt bei Meeresfrüchte-Pizza nicht unterschreiben. Okay, die habe ich noch nicht gegessen. Das, ja. Ja, okay. Ich meine jetzt so von den gängigen Pizzen. So eine Margarita oder eine Fungi. Ich mag ja auch Ananas auf Pizza. Ich bin einer von den Menschen, die gerne Ananas auf Pizza isst. Okay, warum setzt du dich jetzt dahin? Na gut. Das arme Kind muss ins Bett. Sophia, kannst du Nigel kurz ins Bett bringen, bitte? So. Bring mal Nigel ins Bett, bitte. Oh. Nigel, kannst du allein ins Bett gehen? Danke. Du kannst dann auch schlafen gehen. Wir haben am nächsten Tag eine Geburt. Ich kann endlich spielen. Sehr nice. Nachdem ich fast 4 Stunden lang nur das Haus gebaut habe und die Familie erstellt habe. Und jetzt beginnen die Feen. Siri, Platz vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Okay. Okay. Vielleicht gehen wir doch ins Krankenhaus. Siri, kannst du schnell auf Toilette gehen und dann machen wir die Geburt im Krankenhaus. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Geburtshelfer anrufen. Ich weiß nicht, ob wir uns nämlich schon für eine Geburt entschieden haben, deswegen machen wir das nochmal. Aber ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall beim Spielen. Billige TK-Pizza fand ich früher nice, dann habe ich mal die Ofenfrische gekauft, seitdem geht nichts mehr darunter. Ja, ja, das stimmt. Gerade neue Sisi für Säugling runtergeladen. Einfach so süß. Oh mein Gott. Einfach sofort süß. Was für Sisi hast du runtergeladen? Irgendwie Haare oder Kleidung oder beides?
Ich bin auch immer auf der Suche nach Säuglings-CC. Ich muss eigentlich mal ein bisschen mehr Säuglings-CC kaufen. Kaufen. Runterladen. Downloaden, nicht kaufen. Ach nee. Ja, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Vorelterliche Panik. Okay, Sophia kriegt gleich Panik, das ist doch schön. Warum bist du schon wieder wach, Nigel? Kannst du bitte schlafen gehen? Natürliche Geburt. Ja. Und wir haben Nigel noch nicht beigebracht, auf Toilette zu gehen. Das ist natürlich schlecht. Was macht er? Ins Bett gehen, rauszögern und um etwas bitten. Und jetzt macht er in die Hose. Oh Gott, wir müssen ihm dringend beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ich habe diesen Haushalt echt nicht im Griff. Es tut mir so leid. Wir haben nur ein einziges Kind und ich krieg's trotzdem nicht hin. Baby im Krankenhaus bekommen. Wellness-Tag ist vorbei. Okay, mitmachen. Und wir nehmen Sophia natürlich mit. Oh mein Gott, los geht's. Oh. Übrigens, die Familie hat jetzt auch einen Welpen namens Jello. Oh, wie süß. Wir müssten uns eigentlich auch mal ein Tier kaufen. Ich hätte auch Lust, ein Tier zu haben. Aber ich komme so ja schon nicht klar mit denen. Und wir haben bisher nur ein Kind. Kannst du bitte das Baby jetzt im Krankenhaus bekommen? Bitte? Bitte, Siri. Mal kurz Siri zurücksetzen. Können wir jetzt bitte ins Krankenhaus gehen? Siri? Bitte? Okay. Beides so schöne Haare. Oh, du hast Haare runtergeladen. Sehr cool. Sehr cool. Ich glaube, ein paar Haare habe ich auch für Säuglinge, aber nicht so viele. Babytime! Mercedes wird geboren. Es war doch Mercedes, oder? Ich schau mal kurz, was die Abstimmung gewonnen hat, aber ich glaube, es war Mercedes. Mercedes hat gewonnen. Perfekt. Okay. Oh mein Gott, ich freue mich so. Das wird so toll. Die Katzis schlafen. Auch süß. Oh mein Gott. Die dritte Generation wird geboren. Ich kann es nicht glauben. Einfach Siris drittes Kind jetzt. Das dritte Kind. Und Sophia gerät erstmal in Panik. Können Sie bitte mal sagen, wie weit wir sind? Hier vielleicht? So. Okay. Und dann kann sie irgendwann ein paar Atemübungen machen. Wir machen das nämlich jetzt mit der Realistic Childbirth Mod. Und hier war ein Vampir, okay. Sophia holt sich erstmal einen Snack. Siri hat anscheinend, also ihre Fruchtblase ist anscheinend geplatzt, würde ich sagen, oder? Oder nicht? Ist das ihre Fruchtblase gewesen? Sophia ist immer noch in Panik. Hier, willkommen in der Klinik, bla bla bla. Ja, gut, los geht's! Warum leuchtet Siri eigentlich so? Und? 1 Zentimeter, ja, das reicht uns noch nicht. Danach musst du leider mal spazieren gehen. Wo ist das nochmal? Da. Einmal spazieren gehen, wir müssen direkt mehrmals spazieren gehen. Zweimal. Dreimal. Let's go. Und Sophia lassen wir jetzt einfach mal ihr Ding machen. Ich werde mich mal verabschieden. Haufe Wäsche wartet. Viel Spaß noch. Oh, Jenny, vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Ganz viel Erfolg beim Wäsche machen und dir morgen einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns aber bestimmt auch nochmal. Bin fertig mit der Postkarte. Sehr nice. Sehr nice. Bist du zufrieden damit? Los, Siri, lauf! Was hat sie hier? Kontraktionsschmerz. Die Venen von Siri sind auf jeden Fall unangenehm, aber vorerst kontrollierbar. Vielleicht sollte sie sich ausruhen, während sie es kann, oder vielleicht einen Spaziergang machen, bevor das Bewegen unerträglich wird. So oder so sollte sie diese Ruhe vor dem Sturm unbedingt nutzen. Von frühen Venen. Könnte es wahr sein, geschieht dies? Siri weiß nicht, was er tun oder denken soll. Er kennt, dass es eine ruhige und entspannte Geburt ganz einfach den Weg des Dodos geht. Okay, die Übersetzung war nicht ganz perfekt, aber ja, wir wissen, was sie sagen wollten. Hab's mal in den Discord gepostet. Muss ich mir später auf jeden Fall mal anschauen. Kannst du? Was machst du denn da? Nee, nicht ansehen. Kannst du bitte nochmal spazieren gehen? Los. You can do it. Ich glaube an dich.
Los, Siri, wir gucken uns hier nichts an. Wir gehen jetzt spazieren. Hopp, hopp, hopp. Kann sich ja eigentlich auch drauf ein Nickerchen machen. Schlafen. Ja, vielleicht lasse ich sie danach mal kurz eine Runde schlafen. Du schaffst das. Oh, okay. Das war ein bisschen glitchy. Aha. Sophia war in letzter Zeit sehr aktiv und ist begeistert davon. Ständig in Bewegung zu sein, fühlt sich für sie genau richtig an. Ja, meinetwegen. Was macht Sophia denn? What are you doing? Hallo, deine Freundin kriegt dir gerade ein Kind und du nutzt erstmal das Gym. Okay. Und Siri ist ohnmächtig. Oh mein Gott, dieser arme Sim. Dieser arme, arme Sim. Geh doch danach bitte mal schlafen, Siri. Guck mal, mach mal ein Nickerchen bitte. Oh mein Gott. Was hat sie hier? Ich bin fertig von frühen Wehen. Warum dauert das so lange? Siri wusste, dass es schmerzhaft sein würde, aber das hier, dafür hat sie sich nicht angemeldet. Die Kontraktionen sind intensive, stechende Schmerzen, die irritiert machen. Siri kann nicht anders, als alles und jeden um sich herum anzufahren. Alles, um von den Schmerzen abzulenken. Holen Sie dieses Baby einfach raus. Ja, Siri, würde ich gerne, aber ist gerade ein bisschen schlecht tatsächlich. Bisschen aufräumen. Oh, ganz viel Erfolg beim Aufräumen, Isabel. Ne, du hast 100.000 Kanalpunkte. 100.000? Ey, das ist so viel. Also Isabel kann uns alle bei Abstimmungen und Vorhersagen vernichten. Oh mein Gott. 100.000. Das ist so viel Zuschauerzeit. Das ist so verrückt. Wie ist denn deine Watchtime? Mitten in der Midlife-Crisis hat Sophia beschlossen, dass Getränkemixen ihr Ding ist und sie mehr Zeit darauf verwenden möchte. Okay, Sophia, okay. Alles klar. Und Siri kann jetzt nochmal spazieren gehen. Los. Geh doch mal spazieren, bitte. Achso, jetzt weil sie schon spazieren geht, kann sie das nicht immer machen. Was ist mit dir? Kannst du dich mal um deine Blase kümmern? Danke. Haben wir auch ein Bett, wo Sophia drin schlafen kann? Ja. Sophia macht jetzt einfach hier mal ein Nickerchen oder dann schläft mal. Hier haben wir Nigel bekommen. Hier haben wir eine Hausgeburt gemacht. Eine Wassergeburt. Keine Hausgeburt. Eine Hausgeburt im Krankenhaus, ja, genau. Fünf Tage und 12 Stunden. Krass, Sophia. Das ist so viel. Oh mein Gott. Das sind so viele Leckerlis für Molly und Mia. Oh mein Gott, true. True. Ich glaube, so viele Leckerli-Packungen habe ich gar nicht. 12 Tage und 22 Stunden. Oh mein Gott, Isabel, das sind einfach fast 2 Wochen. Und Shanti auch einfach 10 Tage und 5 Stunden. What? Das ist so viel Watchtime. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so eine lange Zeit. Es ist, als wenn ihr euch 2 Wochen Urlaub nehmt und einfach die ganze Zeit hier gechillt habt. Und zwischendurch ein bisschen geschlafen habt. Das ist so krass. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Stunden. Seit 9 Monaten, 22 Tagen. Oh mein Gott. Fast 10 Monate schon, Sophia. Heftig. Wie viel Zeit das einfach ist. Hilfe. Ja. Und vor allem, das ist ja nur die Zeit, seit ich den Command habe. Also davor, ich hatte den Command ja, glaube ich, wann habe ich den eingebaut? Letztes Jahr im Mai oder so. Das heißt, da fehlen ja auch noch 4, 5 Monate Watchtime. Krass. Ich fühle mich wie ein Stalker. Ein bisschen creepy. Ach Quatsch, Leute. Ach Quatsch. Aber das ist so viel. Es wäre ja wirklich so, als wenn ihr euch 2 Wochen Urlaub nehmt und die ganze Zeit meinen Stream guckt. Krass. Joey Goldberg, who? Ja. Und morgen ist Liebestag. Eigentlich wäre es voll süß, wenn Sophia Siri morgen einen Antrag machen würde. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu schnell. Andererseits, wie lange hat sie denn noch ihr Moodlet? 4 Tage nur noch. Also eigentlich müsste Sophia ihr auch dann morgen den Antrag machen, damit wir das mit der Heirat noch schaffen für ihre Midlife-Crisis. 9.6.22. Krass. Cap ist schon ausgepackt. Die Watchtime wünscht sich viele YouTuber. Hab sie auch gerade auf. Das ist so eine verdammt lange Zeit. Das ist so krass. Man müsste mal ausrechnen, wie viele Stunden das sind. Boah. Heftig. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Das ist so verrückt. Können wir Siri eigentlich hier noch was zu essen kaufen? Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, diese ganze Watchtime, dass ihr so viel Zeit hier mit mir verbringt.
Wir kaufen Siri mal ein Sandwich. Eieiei. Das ist so krass. Wie läuft Siri? Wie ist? Geh mal schnell einen Snack essen. Und danach können wir hoffentlich das Baby gebären. Was hat sie hier? Ach, die Kontraktionsschmerzen immer noch. Es tut mir so leid. Aber du kannst jetzt ein Sandwich essen. Das hilft dir bestimmt. Und danach fragen wir nochmal, wie weit wir sind. Da. Der gute Minoru wieder. Du schaffst es, Siri. Du schaffst das. You're doing amazing, Sweetie. Du schaffst das. Und sie denkt an Violet. Ach, wie süß. 300 Stunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Was? Boah. Krass. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie viele Arbeitswochen das sind. Das ist ja heftig. Hab das Piepen übrigens auch wenn ich nicht in San Sequoia unterwegs bin. Echt? Also ich habe mal eben drauf geachtet. Ich habe das Gefühl, ich habe das nur, wenn ich zu unserem Heimatgrundstück reise. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich weiß nicht, wo dieser Bug herkommt. Weil du dachtest ja, dass es bei dir Wicked Wims wäre, aber ich habe Wicked Wims ja gar nicht installiert. Also im Spiel. Deswegen habe ich keine Ahnung, woher dieser Bug kommen soll. Und Wonderful Wims habe ich auch nicht. Was ist jetzt hier mit meiner. Da? Oder macht ihr das schon? Ah, ihr macht schon, okay. Okay. Und? Wie weit sind wir? Und? 7 cm. Okay, das heißt noch dreimal spazieren gehen, dann haben wir es geschafft. Let's go, Siri. Let's go. Du schaffst das. Du schaffst das. Los. Nein, nein, nein. Nicht nochmal. Warum macht ihr das denn jetzt nochmal? Ich wollte eigentlich, dass wir nochmal spazieren gehen. Los. Nein, nicht noch. Was machst du denn? Siri, bitte. Wir wollen jetzt ein Baby bekommen. Komm schon. Eigentlich musst du gleich arbeiten. Ach nee, sie ist in Elternzeit. Okay. Ah, ja. Das würde ich jetzt nochmal schnell dreimal spazieren gehen. Und dann bekommen wir ein Baby. Aber sollen wir das dann so machen, dass die beiden sich am Liebestag verloben? Also, dass wir eine Verabredung nochmal starten mit den beiden und dann machen die irgendwas Schönes? Wobei das halt der erste Tag ist, wo unser Baby geboren ist, ne? Eigentlich wäre es cooler, wenn wir dann einen Säugling hätten und den Säugling irgendwohin mit hinnehmen können. Ja. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube nicht. Aber, ich weiß nicht. Weil theoretisch müssten wir das ja eigentlich machen, wenn wir noch eine Verlobung und sowas feiern wollen. Mann, diese Midlife-Crisis stresst mich. Wir haben noch nicht mal das mit den Freundschaftsbändchen geschafft. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn das Moodlet abläuft und wir die Sachen nicht erfüllt haben. Ist Sophia dann irgendwie unglücklich? Hat sie dann bleibenden Schaden? Weiß jemand von euch, wie das funktioniert mit der Midlife-Crisis in Sims? Also, was für einen Einfluss das hat, wenn man die Sachen nicht erfüllt? Das stresst mich. Komm, Siri. Noch ein bisschen. Sophia schläft immer noch. Sophia, kannst du vielleicht mal aufstehen und dich um deinen Hunger kümmern? Das wäre ganz toll. Es passiert gar nichts, zumindest mir nichts passiert. Okay. Okay, ja, gut. Ja, dann probieren wir das gleich erstmal mit den Freundschaftsbändchen. Und mit der Hochzeit müssen wir dann halt mal gucken. Also ich glaube schon, dass die beiden an Liebestag was machen würden. 21 Simoleons. Oha, was hat Sophia sich hier ein 4-Sterne-Menü geholt, oder was? Das ist auch ein bisschen buggy gerade. Aber ich weiß halt nicht, ob sie sich dann schon verloben sollen. Irgendwas müssen wir aber am Liebestag machen, das ist klar. Ich weiß nur nicht, ob das dann der richtige Zeitpunkt für eine Verlobung ist. Wer ruft jetzt an? Hast du schon mal was von den Zähigkeitsspielen gehört? Nur wenn es nicht länger als 14 Tage dauert. Sie verhungert auch gleich einfach wieder. Oh Gott. Komm, du schaffst das, Siri. Noch einmal spazieren gehen, dann kriegst du dein letztes Kind. Das allerletzte Kind. You can do it. You can do it. Oh, da scheint ein Arzt irgendwann mal gestorben zu sein. Ich hätte schwören können, dass er bei der letzten Geburt noch lebte. Das Romantikfestival. Schade, da wäre ich gerne hingegangen. Aber geht gerade nicht. Und Nigel hat Denklevel 4 erreicht. Super. Kann die Tagespflege ihm vielleicht beibringen, auf Toilette zu gehen? Dann muss ich das nicht machen. Das wäre sehr praktisch.
So. Komm, Siri. Du schaffst das. Da hätte man auch heiraten können. Ne, beziehungsweise den Antrag. Oh. Ja gut, wir können ja jetzt schlecht die Wehen hier abbrechen. Stimmt, man kann ja einen Antrag machen. Dieses irgendwie in der Hitze des Moments oder so heißt das ja, glaube ich. Kann das sein? Das wäre auch cool gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Aber da hat leider unsere Schwangerschaft jetzt mit unseren Plänen kollidiert. Frech, Siri. Einfach frech, dass du jetzt einfach schwanger bist währenddessen. Und Sophia denkt auch, sie ist hier die Empfangsangestellte. Kannst du vielleicht nicht in deinem Schlafanzug hier rumsitzen? Das wäre ganz toll. Kannst du was anderes anziehen, während deine Freundin hier hochschwanger durch die Gänge wandert? So. Wir haben Sophia im letzten Stream übrigens ein bisschen umgestylt. Also sie hat ein paar andere Outfits bekommen, weil sie ja jetzt erwachsen ist und sie immer noch ihre Teenager-Outfits hatte. Los, Siri, bitte. Jetzt plaudern wir erstmal anscheinend, oder? Ja. Guck mal, wie riesig ihre Kugel ist. Also die Mod scheint wirklich nicht zu funktionieren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihre Kugel jemals so groß war. Du schaffst das, Siri, du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Letztes Mal spazieren gehen. Wenn du mal fertig bist, können wir nämlich nochmal nach der Weitung fragen. Schaffst das? Und was macht Sophia? Spielt immer noch. Und macht danach Sit-Ups. Was möchte sie hier mit der Familie ehrenamtlich tätig werden? Das kann man eigentlich mal einloggen. Und sie möchte sich selbst eine Geschichte erzählen. Ja, ich weiß ja nicht. Dass sie Fitness mag, ja, meinetwegen. Kannst du gerne machen. Dann hol dir mal einen Snack wieder. Aber bitte nicht wieder was für 21 Simoleons. Wir müssen sparen. Und Siri hat auch Hunger. Oh Gott, diese arme Frau, ne? Die arme Frau. Du hast das letzte Mal, Siri, versprochen. Du musst kein weiteres Kind bekommen. Das war's. Warum ist das so buggy? Seht ihr das? Das war ja richtig schlimm. Und? Und? Yes, okay. Los geht's. Seid ihr bereit? Mercedes wird jetzt geboren. Hieß sie Mercedes? Ja, ne? Mal kurz nachgucken, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ergebnisse ansehen. Mercedes, okay. Mein Gott, Mercedes wird jetzt geboren. Los. Schnell, Siri. Schnell. Und? Nein. Oh Gottchen. Okay. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir dieses Baby da hinkriegen. Komm, Siri, bitte. Die arme Frau. Okay, Siri, jetzt nochmal vielleicht? Komm. Achso, nee. Los. Komm, bevor du gleich wieder einen Ohnmachtsanfall hast. Schnell, Siri, schnell. Schnell, ich glaube an dich, schnell. Nigel kann jetzt laufen. Oh mein Gott. Oh, ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Dieser Sim macht mich absolut fertig. Siri, bitte. Nee. Kannst du vielleicht wenigstens kurz schlafen oder so? Geh mal kurz schlafen. Wir sind jetzt aber fast einen Tag im Krankenhaus. Wie gut, dass Sophia keinen Job hat, wo sie hin muss. Ihr geht's eigentlich ganz gut, okay. So, Serien, wenn das jetzt wieder ein bisschen voll ist, dann werden wir nochmal nach der Weitung fragen. So. Das muss jetzt reichen. Du kannst zu Hause später weiterschlafen. Und jetzt nochmal. Los. Cheat doch ein bisschen, wenn du kannst. Ja, also ich habe auch die UI-Mod drin, die UI-Sheets-Mod. Aber wir kriegen das hin. Also sie schläft jetzt und dann. Also sie hat jetzt geschlafen und jetzt sollte es eigentlich gehen. Wobei, das geht halt schon sehr rapide runter, ne? Das ist schon wirklich krass. Sophia, entschuldige. Hallo?
What are you doing? Entschuldigung. Excuse me. Was um alles in der Welt machst du denn da? Im Regen duschen. Und es ist die TV-Staffelpremiere. Ich dachte, heute ist Liebestag. Ja. Ne, Nigel wird in 3 Tagen schon zum Kind? Was? Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Hä? Was? Nigel hat einfach bald schon wieder Geburtstag. Was ist jetzt hier mit unserer Weitung eigentlich? Siri. Hör auf jetzt. Das ist definitiv not relatable. Würde ich never ever machen. Ja, ich glaube, das ist, weil Sophia unberechenbar ist. Also sie hat dieses Merkmal unberechenbar. Ich weiß nicht, ob du ihr das gegeben hast oder ob sie das dazu bekommen hat. Jedenfalls macht sie halt diese ganzen Aktionen, glaube ich, weil sie unberechenbar ist. Aber ja, fühle ich. Not relatable. Das fühle ich nicht so, nee. Also sie hat halt, was hat sie denn? Also jetzt ist sie verängstigt. Was jetzt? Weil über den Sinn des Lebens nachgedacht. Sophia ist in ihrem Leben an einem Scheidepunkt angelangt und weiß nicht, was sie tun soll. Das Leben hat sich nicht so entwickelt, wie sie dachte. Sophia, deine Freundin kriegt gerade euer gemeinsames Kind. Kannst du dich jetzt bitte mal zusammenreißen? Also sie ist ein Geek, gut, eine Katzenfreundin, unberechenbar, aktiv und vegetarisch. Und sie möchte momentan kein Kind. Oh. Ja gut, wie gut, dass du kein Kind bekommst, sondern Siri, ne? Komm, Siri, du schaffst das. Schlaf ein bisschen. Das wiederum ist relatable, düdüm. Oh Mann. Okay, Siri, schau mal. Und jetzt nochmal. Wir bekommen dieses Baby noch auf die Welt. Bitte. Also Geburten stressen mich wirklich enorm, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Also ich finde, Geburten sind sowas Stressiges. Ne, als ob der jetzt auch noch gerade Geburtstag hatte. Entschuldigung, kann sich bitte jemand hier darum kümmern? Dann nehmen wir halt dich. Ist mir doch egal. Irgendwer von euch muss das jetzt machen. Es stresst mich. Was machst du denn jetzt? Mit Sophia plaudern. Bitte, Siri. Bitte? Ah. Das wäre bei der 100 Baby Challenge definitiv zu viel. Ja, es ist halt wirklich... Also, ich glaube, also in Familien, wo ich viele Kinder ständig bekomme, mache ich das meistens auch nicht. Da ist mir das mit der Realistic Childbirth Mod auch zu viel. Aber ich nehme an, du hast die Realistic Childbirth Mod nicht, oder? Weil die Ultraschalls davon sind mega, mega cool. Die würde ich jederzeit wieder nehmen. Und du kannst halt auch eine Hausgeburt machen, eine Wassergeburt, einen Kaiserschnitt, aber es dauert halt ewig irgendwie. Ach, du hast die, aber du machst die halt nie, nehme ich an, dann in der 100 Baby Challenge. Was dauert halt einfach Ewigkeiten, bis das Baby da ist. Kannst du jetzt bitte dich mal hier hinsetzen? Ich krieg gleich zu viel. Da ist mir das zu viel, ja. Kann ich verstehen. Ich habe auch gleich no chill mehr hier, Siri. Bitte, mach jetzt. Also mein... Okay. Okay, sie sind vollständig geweitet. Sprechen Sie mit einem unserer Geburtshelfer, um sofort in die Wehen zu gehen. Du bist doch auch ein Geburtshelfer. Zur Welt bringen. Ja, los geht's. Komm, Siri, kein Snack. Wir kriegen jetzt ein Kind. Nee, hallo. Entschuldigung. Die hassen mich einfach alle. Können Sie das dann machen? Ach so. Ah, stopp. Halt, stopp, Sophia. Kannst du mitmachen, bitte? Sophia. Komm mal schnell, bitte. Wir kriegen jetzt ein Kind hier. Es geht los, Leute. Unsere dritte Generation wird geboren. Oh mein Gott, es geht los. Es ist soweit, es geht los. Sophia ist auch da. Sophia, kannst du dazukommen, bitte? Okay, Sophia hat gar keinen Bock. Oh Gott. Das machst du super, Siri. Das machst du super. Sophia rennt erstmal wieder weg. Okay. Kein Problem, Sophia. Kein Problem. Achso, haben wir das Kind schon gekriegt? Yay! Mercedes hatte gewonnen. Mercedes. Yes. Danke, Shanti. Danke, Shanti, für den Paparazzi-Sound.
Mercedes ist da! Leute, unsere dritte Generation ist auf die Welt gekommen! Yay! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Siri! Oh! Sweet! Wie süß! Wie süß ist das bitte? Okay, da war es zu Ende. Wo ist unser Baby? Hallo, Entschuldigung. Okay, Mercedes ist anscheinend zu Hause. Dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Hört auf mit dem, was ihr macht. Geht jetzt nach Hause. Wir haben ein Baby bekommen. Dritte Generation ist geboren. Ich freue mich. Das wird richtig cool. Ich freue mich richtig doll auf die Generation. Da gibt es wieder einiges an Drama-Potenzial. Das wird toll. Yay. Werwölfe lauern in den Ecken. Okay. Oh, schon wieder dieses Geräusch. Das meine ich. Das meine ich. Es gibt dieses Geräusch irgendwie nur, wenn wir zu unser Hause reisen. Und danke nochmal für die Erinnerung zum Speichern. Ganz wichtig. Danke, Momo. Ich vergesse das irgendwie immer im Stream. Privat speichere ich so viel und im Stream vergesse ich es einfach immer. Dankeschön. Wo bist du denn, Mercedes? Oh nein, hä? Aber das hier ist doch ein Säuglingsbett. Warum ist sie nicht hier reingespawnt? Hä? Das unterstützt doch Säuglinge, oder nicht? Unterstützt Säuglinge? Ach so, Säuglinge. Ach so. Ach so. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir dich hier in das Zimmer deiner Eltern. Ich hoffe, die können dann noch da vorbeilaufen. So vielleicht? Ist jetzt nicht mittig unterm Bild, das triggert mich, aber egal. Alles dafür, dass die Sims da vorbeilaufen können. Hm. So. Nee, das triggert mich. Es tut mir leid, Leute. So. Sie ist eine Neugeborene. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Habe ich auch gerade gemerkt. Dieser Moment, wenn dein Teenie zum zweiten Mal schwanger ist. In der privaten Legacy, oder was? Oh mein Gott. Aber schaut mal, ich habe ein Baby-Override drin. Jetzt haben meine Säuglinge einfach Haare. Ist das nicht süß? Shanti, bitte sag mir, dass du es ja mittlerweile auch runtergeladen hast. Weil ich habe das von Shanti bekommen, den Link dazu. Und Shanti hatte es noch nicht mal in ihrem Spiel dann, als ich es schon hatte. So, wir küssen jetzt Mercedes und liebkosen sie mal. Und mal gucken, was... Oh mein Gott, ja stimmt. Oh, süß. Ist ja einfach so tolle Sachen. Aber ich glaube, ich möchte den rosa nennen. Es tut mir leid, Leute, aber das wird so süß aussehen. Oh, was hat sie? Irrationale Gefahr, weil sie angeschrien wurde. Sophia hat Angst. Warum? Das weiß keiner. Weil sie über den Sinn des Lebens nachgedacht hat, ja. Es tut mir leid, Sophia. Guck mal, du kannst doch mal schlafen gehen. Mach mal ein Nickerchen. Was mit Nigel? Nigel geht's gut, okay. Ja, spiel mal ruhig weiter, das ist super. Oh, das sieht natürlich ein bisschen verbuggt aus, weil das Puppenhaus kleiner gemacht wurde. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Süß! Oh mein Gott, guck mal, wie süß das ist mit dem Strampler. Ich meine, das Baby ist ein bisschen hässlich, aber ist schon okay. Oh, Lava. Ich will eigentlich mal ein Foto machen, aber dafür muss Siri was anderes anziehen. Moment. Ja, hast du drin? Perfekt, perfekt. Sehr gut. Was nehmen wir denn mal? Das passt zum Strampler. Ja gut, das Gesicht ist jetzt nicht das Beste. Ja, Siri geht schöner, ne? Geht schöner tatsächlich. Kannst du noch einen anderen Gesichtsausdruck? Ja.
Nehme ich, wenn es sein muss. Ist jetzt auch nicht mein Favorit, aber ist okay. Naja. Ja, gut, komm. Ist okay. Wir nehmen, was wir kriegen können. Der zweite Junge ist all the way. Oh mein Gott. Shanti. Oh mein Gott. Ist es dann aber auch der Sim, mit dem du weiterspielen möchtest? Was hast du zu Sophia gesagt? Auf welcher Sprache? Danach kannst du auch nochmal schlafen gehen. So. Nicht wundern, Laura, bei mir gibt es neuerdings Japanisch lernen. Ah, okay, verstehe. Japanisch. Und was steht da? Okay, Nigel. Sehr gut. Ich kann es leider nicht entziffern. Ich habe absolut keine Ahnung, was da steht. Als ob. Oh. Ah, Sophia kümmert sich. Oh mein Gott, schaut mal. Ist Sophia jetzt eigentlich auch als Elternteil da aufgelistet in der Simologie? Moment. Hebel. Stammbaum. Ja, Mercedes. Auch süß. Wir müssten eigentlich auch mal Sarah einladen. Das ist ja das Kind von Sophia, was sie mit ihrem Ex-Mann hat. Ach nee. Hä? Hat Sarah keinen Vater? Doch. Marco. Ach ja, stimmt. Ne, der hat schon wieder geheiratet. Oh mein Gott. What? Sophias Ex-Mann hat einfach direkt schon wieder geheiratet. Nach 2 Tagen gefühlt. Und hat jetzt auch schon... Von wem sind denn die Kinder? Weiß man nicht. Aber nicht von Sophia. Der ist ja auch ganz wild drauf, der Dude. Oh mein Gott. Ich will davon auch noch ein Foto machen. Moment, stopp, halt, stopp. Halt, stopp, Leute, halt, stopp. Ich brauche ein Foto davon. Also, das ist ja crazy. Das hätte ich ja nicht von Marco erwartet. Das ist süßes Bild. Oh mein Gott, guck mal, wie süß das ist. Das ist ja echt süß. Okay. Wunderbar. Eigentlich nicht, ich hätte gerne einen weiblichen Sim. Ja, aber also bekommt dann die Teenagerin noch einen weiblichen Sim, mit dem du weiter... Also spielst du mit der Teenagerin weiter und sie bekommt noch mehr Kinder oder hast du einen anderen Sim auserkoren? Google sagt das. Es war schön, sie hier zu finden. Es ist immer eine Freude, sie zu sehen. Ach, wie süß. Ich freue mich, dich auf Twitch gefunden zu haben. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ach, krass. Voll gut. Das ging schnell. Marco, der Schlingel. Ja, ist echt so. Marco ist einfach echt ein richtiger Schlingel. Mein Gott. Könnt ihr die Windel vielleicht auch wegschmeißen, Siri? Also nur so eine Idee, aber... Oh, Pizza ist auch schlecht geworden. Wir haben es richtig drauf. Ich habe es richtig im Griff hier. Ach, das Klo ist auch noch kaputt. Oh Gott. Sophia, es tut mir leid. Wirr rumschreien? Das will ich sehen. Normalerweise würde ich wegklicken, aber ich will gerne sehen, wie sie wirr rumschreit. Können wir das mal machen? Ach, jetzt hat sie aufgehört. Na gut. Dann, Sophia, kümmere du dich doch bitte mal um die Toilette. Weil sonst kann die hier kein Mensch benutzen. Nee, kannst du vielleicht nicht das Krankenhaus-Outfit anziehen? Warum machst du das? Zieh dir doch bitte ein normales Outfit an. So. Es wird noch mehr Babys geben. Ich lieb's. Hast du auch davon Bilder im Discord? Wie die aktuell aussehen, die Teenager? Der Flohmarkt ist in der Stadt. Nee, zum Flohmarkt gehen wir jetzt aber nicht. Aufräumen, ja, mach das mal. Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Sehr gut. Wo bist du hin? Ach, da. Immer noch beim Puppenhaus. Musterhafter Säugling, Frühaufsteher, hast die Schlafenszeit und hast es getragen zu werden, ja. Aber Hunger hast du nicht. Okay. Okay, sehr gut.
Wir haben es im Griff, Leute, wir haben es im Griff. Heute ist Romantikfestival. Nee, heute ist Flohmarkt und Liebestag. Okay, da war was. Hier hat Mercedes Geburtstag. Theoretisch könnten wir Siri und Sophia sich heute verloben lassen. Dann könnten die am Dienstag heiraten, weil dann können wir Mercedes vorher altern lassen und sie dann mit zur Hochzeit nehmen. Das fände ich gar nicht schlecht. Und einen Tag später hat dann nämlich schon Nigel Geburtstag. Dann überschneiden die sich gar nicht so lange. Sehr gut, sehr gut. Und hier ist Ostern schon. Ach, wie cool. Okay, ja, dann machen wir das so. Das ist doch gut. Ich werde noch Bilder machen. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, Shanti. Ich habe halt nicht viel im Leben, darum bin ich froh, sie zu haben. Das einen auf gewisser Weise erfüllt. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Ich finde, jeder sollte was haben, was ihn im Leben erfüllt. Über das Leben nachdenken. Sophia, du machst mich fertig, weißt du das? Du machst mich einfach fertig. Ja, guck mal, du hast das Klo doch gerade repariert. Dann geh doch bitte mal auf Toilette. Durchfall wegen Panik, auch schön. Ach, Sophia, bitte. Wenn sie so verängstigt ist, können wir aber auch keinen Heiratsantrag machen, glaube ich. Wir haben nur noch 3 Tage und 14 Stunden Zeit. Oh Gott, wir müssen das schaffen, weil hier ist ein Tag, 2 Tage, 3 Tage. Wir müssen das schaffen, dass sie heute einen Antrag macht, dass wir am Mittwoch heiraten können. Stress. Stress. Beziehungsweise am Dienstag müssen wir heiraten. Noch früher. Okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Das ist gar kein Problem. So, Siri, kannst du dich danach vielleicht mal mit Nigel beschäftigen? Der Arme kann doch nicht mal aufs Töpfchen gehen. Muss er denn? Nee, muss er nicht. Und die Musik ist aus. So. Kannst du Nigel mal beibringen, auf Klo zu gehen? So. Und Sophia kann danach ja schon mal Mittagessen servieren. Oh, hier oben steht ein Teller. Aufräumen. Um Witz bitten. Quiz spielen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Vielleicht erfüllen wir dann wenigstens den Teil. Wie weit sind wir denn bei der Freundschaft? Nicht so weit, ne? Nö. Die sind Bekannte. Oh, Lilo ist da. Hallo, Lilo. Komm doch gerne rein. Hello. Müssten auch eigentlich eine Party schmeißen, damit unsere Family unser Kind kennenlernt. So viel zu tun, so wenig Zeit. Stress. Einfach Stress. Und der Teller kommt da nicht runter. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott, das ist auch noch kaputt gegangen. Warum? Ich glaube, wir müssen auch gar nicht kochen. Wir haben noch Penne im Kühlschrank. War nur noch 3 Mal. Okay, dann kocht es doch. Nee. Nee. Freundschaftsbänder werden gleich ausgetauscht. Wir tauschen gleich Freundschaftsbänder aus. Oh Gott. Es gibt halt viele Streamer, wo man sich nur als Geldgeber fühlt. Anwesende ausgeschlossen. Keine Angst, bist auch eine Liebe. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Kann der Teller da vielleicht mal weggehen? Bitte, Sophia. Bitte, tu mir das nicht an. Oh mein Gott, geil. Nigel kann das Töpfchen benutzen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und wir bereiten jetzt mal. Was machen wir denn mal? Moi, moi. Keine Ahnung, was das ist, aber. Nee, das sieht irgendwie komisch aus. Beef Tacos. Ja, mach mal Beef Tacos, bitte. Warum ist sie denn so traurig? Traurige Intelligenz. Wegen schlechten Benehmens eines intelligenten Lautsprechers. Uff. Die Zeit wird knapp. Ja, Sophia, ich weiß, ich arbeite doch dran. Leistungsschwach, weil über einen Meilenstein nachgedacht hat. Seufzt, hat Sophia wirklich genug? Oh, jetzt ist es weg. Die Frau macht mich fertig. Die Frau macht mich einfach fertig. Aber wir machen das jetzt mit den Freundschaftsbändchen, wenn Siri hier fertig ist. So. Schaut mal. Was macht Siri jetzt? Lilo hereinbitten. Okay. Dann könnt ihr nochmal Freundschaftsbändchen austauschen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir gucken jetzt mal. Freundschaftsband tauschen mit Siri. Das machen wir danach. Oh Gott. Oder die ihre Liebigkeit nur spielen. Ja, da hast du recht. Das, was Shanti sagt, da hast du auf jeden Fall recht.
Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, jetzt stehen die hier alle rum. Nein, Lilo, wir bereiten noch gerade was vor. Achso, sie räumt auf. Okay, das ist ja nett von dir. Vielen Dank. Okay, Beef Tacos sind fertig. Sehr gut. Aber eigentlich wollte ich, dass ihr Freund das Bändchen austauscht. Könnt ihr das so gemeinsam machen? Und? Wie ist die Interaktion? Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Die noch nie gesehen. Und? Was für ein wundervoller Freundschaftsbeweis. Das bedeutet mir wirklich eine Menge. Habt ihr die schon ausgetauscht? Das war's? Nee. Hä? Okay. Aber tragen die Freundschaftsbändchen jetzt auch, oder? Nee, oh mein Gott, wir haben Babyfußabdruck gekriegt. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist einfach ein Fußabdruck. Süß. Meine Galerie spinnt. Da steht einfach, es gibt keine Grundstücke. Hasse das. Diese Elena, vielen, vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag gehabt. Emotionalen Moment reicht jetzt, sonst heule ich gleich. Themenwechsel. Oh nein, nicht weinen. Nicht weinen. Ja, wir wechseln das Thema. Habt ihr denn was Schönes für die anstehende Woche geplant? Außer Ostern feiern. Falls ihr Ostern feiert. Frech. Ja, ich weiß auch nicht. Also vor allem, es liegt ja auch nicht mal im Internet. Ich bin ja auch offensichtlich live. Deswegen liegt es auch nicht an meiner Internetverbindung. Aber haben wir das jetzt erfüllt mit dem Freundschaftsbändchen? Unbekannten Sim an drei einzigartigen Orten kennenlernen? Ne, Sophia. Also sorry, aber... Nee. Wir können gerne heiraten. Das kann ich dir erfüllen. Aber der Rest ist schwierig. Und sie ist so traurig. Oh mein Gott. Oh nein, das waren Beef Tacos, ne? Oh nein, ich bin so dumm. Das ist ja gar nicht vegetarisch. Warum habt ihr mich denn nicht gestoppt, Chat? Jetzt hat Sophia einfach schon wieder was nicht Vegetarisches gegessen. Oh, warum bin ich denn so? Du hast Urlaub, Momo. Das ist ja mega cool. Ich hätte auch gern Urlaub. Aber habe ich leider nicht. Ich muss meine Urlaubstage für den Sommerurlaub sparen. Aber ich fahre trotzdem Donnerstagabend in die Heimat. Deswegen wird es nächste Woche auch leider nur Mittwoch einen Stream geben. Weil ich dann von Donnerstagabend nach der Arbeit bis Dienstag in der Heimat bin. Das heißt, wir sehen uns dann leider eine Woche nicht. Feiertage feiere ich nicht mehr. Ist für mich nur ein normaler Tag. Jetzt ist doch auch in Ordnung. Dann hast du immerhin trotzdem einen Tag frei, oder? Also Freitag. Das war auch schön. Ach, Sophia ist müde. Sophia, dann mach doch mal kurz ein Nickerchen. Wir haben nämlich heute eigentlich noch was vor. Eieiei. Hab Ferien und hoffentlich gehe ich dieses Wochenende arbeiten. So verdiene ich Geld, um mir endlich Packs zu kaufen. Sehr cool. Also erstmal Ferien. Das ist doch mega, mega cool. Dann auf jeden Fall schon mal schöne Osterferien. Stimmt, die haben ja... Montag fangen die an, ne? Und dann zwei Wochen. Voll gut. Und ich drücke auch die Daumen, dass es mit dem Geld verdienen klappt, dass du dir dann die Packs holen kannst. Welche Packs brauchst du denn? Also beziehungsweise welche Packs möchtest du dir holen? Nur ein Stream? Frech. Ja, finde ich auch. Ich bin auch voll traurig. Nein, nicht wegräumen, Siri. Das ist Deko. Lass die Deko in Ruhe. Nein! Frech, die haben einfach meine Deko abgeräumt. Oha! Oha, Siri! Hat die einfach meine Deko weggeräumt. Lass das! Was stimmt denn nicht mit dir? Hör auf! Lass das Pferd in Ruhe! Ich habe das mühevoll dekoriert, du Sau! Ich habe das mühevoll dekoriert! Nee, aber wir sehen uns dann tatsächlich nur einmal. Aber ich habe schon das YouTube-Video für nächste Woche Donnerstag fertig gemacht. Also das gibt's auf jeden Fall. Ja. Also ein Stream, ein YouTube-Video. Genau. Also Fia kümmert sich schon. Sehr gut. Sehr gut. Und Sina, danke dir für dein Follow. Vielen, vielen, vielen Dank. Man kann als Teenager keine Babyparty feiern. Wie? Hä, das ist ja voll unfair. Warum kann man das nicht? Ach, wahrscheinlich, weil es vom Spiel selber ja nicht gewollt ist, dass es Babypartys gibt. Also, dass Teenager schwanger werden und es deswegen keine Babypartys gibt, oder? Aber welche Packs holst du dir? Nigel, was ist denn mit dir? Müde und Hunger. Siri, kannst du dich kümmern? Ach nee, warte, Nigel kann sich doch Beef Tacos nehmen, oder? Nigel, Essen ist fertig. Nimm mir mal ein Gericht, bitte.
Ach ja, und er mag es ja nicht, getragen zu werden, richtig. Okay, also Siri geht's gut und Sophia halt überhaupt nicht. Ein grauenhaftes Date, weil gegenüber jemandem in der Nähe Schuldgefühle hat. Die Sache hatte Potenzial, aber das Date war einfach zu schrecklich. Aus Schaden wird man klug. Oh nein. Oh nein, haben die jetzt eigentlich auch eine schlechte Beziehung dadurch? Nee, ne? Wer ist denn das jetzt an der Tür? Oh, unbehaglich nach einem miesen Date. Oh shit, das ist nicht gut. Wer bist du? Strawberry Kaneko, ich kenne dich nicht. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich werde gleich schon mal schauen, wen wir raiden können. Und die Verlobung machen wir dann im nächsten Stream. Das ist kurz nach 7. Und ich muss leider noch ein bisschen was heute erledigen. Aber ich schau mal eben, wer noch so da ist. Wir machen die Verlobung auf jeden Fall im nächsten Stream. Also Sophia und Siri werden sich im nächsten Stream verloben. Vielleicht feiern wir dann auch die Hochzeit. Und auf jeden Fall den Geburtstag von unserer dritten Generation. Und ich freue mich sehr, 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 sehr doll darauf. Und ich fand den Stream mega, mega schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Habt ihr jemanden, den wir raiden sollen? Ich schau mal eben, ob ich noch jemanden in meiner Liste habe. Es hat mir auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Wo wollen wir hin? Andy Bambi. Kenne ich überhaupt nicht. Also ich habe in meiner Liste, also Becky spielt Sims 4. Dori macht einen 12-Stunden-Stream. Oh, das wäre natürlich auch cool, oder? Wir könnten in einem 12-Stunden-Stream vorbeischauen. Simsebiene ist sonst auch noch live. Simsebiene und ja, die hätte ich auch vorgeschlagen. Andy Bambi. Die kenne ich halt tatsächlich gar nicht. Sehr gerne. Ich danke euch für den schönen Stream. Ich danke euch für den schönen Stream. Dankeschön. Genau, Becky K. Ja, genau. Die ist noch ganz neu und ist aus meiner Community. Wird die mir auf der Sims 4-Seite angezeigt? Also unter den Leuten, für mich wird sie jetzt auch nicht vorgeschlagen. Aber ich glaube, wir gehen einfach zu Dori im 12-Stunden-Stream. Die hat ja eine Dori-Week gemacht. Also sie hat 6 Tage gestreamt. Wegen dem Umbringen. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich suche dann, ich gebe nochmal eben kurz den Raid ein. Moment. Kommt gerne mit. Ich glaube, da wird gerade gebaut. Kann das sein? Oder es wird eine Shell getourt. Das kann auch sein. Jedenfalls irgendwas im Baumodus. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig schön, der Stream. Danke auch nochmal, Sophia, für deinen Raid, dass du mir deine Zuschauer anvertraut hast. Ich hoffe, ihr habt morgen einen guten Start in die neue Woche. Ich beginne schon mal den Raid. So. Ja, wir sehen uns wie gesagt am Mittwoch. Ich denke, wir werden auch wieder Sims spielen, sehr wahrscheinlich. Und wahrscheinlich auch die Legacy Stories Challenge, weil ich jetzt unbedingt mit der dritten Generation weiterspielen möchte und ein bisschen vorwärts kommen möchte mit Verlobungen und Geburtstagen und sowas. Deswegen Hochzeit natürlich. Das wird richtig, richtig toll, glaube ich. Ansonsten, falls wir uns dann nächste Woche nicht lesen, weil ihr vielleicht auch im Urlaub seid oder sonst was anderes vorhabt Mittwoch, wünsche ich euch schon mal schöne Ostertage und auch ein schönes Osterwochenende. Und würde sagen, jetzt einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Macht euch noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao.